Dann sehen alle soweit bereit aus. Ich darf Sie ganz herzlich zur 48. Sitzung des Innenausschusses begrüßen. Ich bin Frank Tempel, ich bin stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses, vertrete heute den Herrn Bosbach hier bei der öffentlichen Anhörung von Sachverständigen. Auf der Tagesordnung stehen dazu drei Punkte. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfassungsschutzes, Bundesdrucksache 18-4654. Dann die Unterrichtung der Bundesregierung, Bericht der Bundesregierung über den Umsetzungszustand der Empfehlung des 2. Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages in der 17. Wahlperiode, NSU-Untersuchungsausschuss, das ist die Bundestagsdrucksache 18-710. Und zum Antrag der Abgeordneten Petra Paujan, Korte, Dr. André Hahn und weitere Abgeordneten der Fraktion Die Linke, wirksame Alternativen zum nachrichtendienstlichen arbeitenden Verfassungsschutz schaffen, Bundestagsdrucksache 18-4682. Dazu danke ich den Sachverständigen, dass sie unserer Einladung nachgekommen sind, um die Fragen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenausschuss zu beantworten und natürlich auch der mitberatenden Ausschüsse. Denn diese Beratung, diese Anhörung dient dazu, die Beratung der Vorlagen auch sachgemäß vorzubereiten, Informationsgewinn zu erhalten. Dazu darf ich weiter begrüßen alle Gäste und Zuhörer. Etwas später wird noch hinzuschossen für die Bundesregierung der Herr Staatssekretär, parlamentarischer Staatssekretär Dr. Günther Krings. Die Anhörung wird auch vom deutschen Parlamentsfernsehen übertragen. Vielleicht kann ja die Bundesdatenschutzbeauftragte das sich dann auch angucken und mitverfolgen. Schriftliche Stellungnahmen haben wir erbeten. Für die eingegangenen Stellungnahmen bedanke ich mich bei den Sachverständigen. Sie sind den Mitgliedern des Innenausschusses und der mitberatenden Ausschüsse zugegeben worden und werden dem Protokoll über diese Sitzung beigefügt. Ich gehe davon aus, dass Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung entsprechend und zur Aufnahme hierzu in die Gesamtdrucksache vorliegt. Von der heutigen Anhörung wird ein Wortprotokoll gefertigt. Dazu gibt es eine Bandabschrift. Das Protokoll wird Ihnen zur Korrektur übersandt und entsprechend dann auch Details zur Behandlung mitgeteilt. Die Gesamtdrucksache besteht aus Protokoll und schriftlicher Stellungnahme und wird dann auch ins Internet eingestellt. Einleitend möchte ich, wie es hier üblich ist, jedem Sachverständigen die Möglichkeit geben, in einer Erklärung 5 Minuten möglichst, das auch möglichst einzuhalten, damit wir auch noch Zeit für Fragen haben, hier Stellung zu beziehen, besondere Bereiche aus Ihren Expertisen auch herauszugreifen. Danach würden wir mit der Befragung der Sachverständigen durch die Berichterstatter und Berichterstatterinnen beginnen, sowie dann weiterer Abgeordneter. Und ich bitte, dass die Fragesteller ihre Fragen so formulieren, dass a, zum einen sehr deutlich erkennbar ist, an welchen Sachverständigen diese Frage gerichtet wird, und dann auch, wenn wir die Reihe umgehen, zu beachten, dass möglichst alle Fraktionen gleichermaßen auch ihre Fragen stellen können. Das heißt, nicht den gesamten Fragekatalog gleich in die erste Runde packen. Es ist immer ein Miteinanderarbeiten hier, sodass wir ordentlich rumkommen, viele Fragen gestellt werden können, viele Abgeordnete sich an dieser Anhörung beteiligen können. Und entsprechend setze ich Einverständnis voraus, so zu verfahren. Und um keine Zeit zu verlieren, fangen wir mit den ersten Sachverständigen-Ausführungen an. Entsprechend alphabetischer Reihenfolge darf ich deswegen Herrn Professor Dr. Hartmut Adem um seine Eingangsstellungnahme bitten. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für die Einladung. Ihnen ist meine schriftliche Stellungnahme verteilt worden. Ich beschränke mich daher hier darauf, einige zentrale Punkte herauszuheben. Zunächst einmal begrüße ich es, dass aus dem NSU-Komplex jetzt auch gesetzgeberisch Konsequenzen gezogen werden. Allerdings greift das, was uns vorliegt, meines Erachtens an vielen Punkten zu kurz. Viele der neu vorgeschlagenen Regelungen bleiben mangelhaft, aber manches, was im Gesetz nicht angefasst worden ist, ist ebenfalls problematisch und hätte eigentlich in dieses Gesetzgebungsverfahren mit einbezogen werden müssen. Ich möchte hier insbesondere hervorheben die weiterhin ausschließlich staatszentrierte Perspektive des Verfassungsschutzgesetzes. Das halte ich für ein großes Defizit. Wir haben im NSU-Komplex gesehen, dass die Bedrohungen, die heute relevant sind, vor allem Bedrohungen für Menschen sind, viel weniger, als das vielleicht in der Vergangenheit manchmal der Fall war für den Staat. Wenn also die Behörde sich heute neu aufstellen möchte, im Hinblick auf
die Herausforderungen der heutigen Zeit, dann brauchen wir in der Gesetzgebung eine ganz andere Perspektive. Das betrifft im Gesetz insbesondere die Paragraphen 3 und 4, die überhaupt gar nicht in den Änderungsentwurf einbezogen worden sind, wo nämlich die Aufgaben definiert werden und die dazugehörigen Begrifflichkeiten. Da meine ich, sollte unbedingt nachgebessert werden, und zwar aus zwei Gründen, nämlich einmal, weil diese Aufgabenbestimmungen durchaus Orientierungspunkt sind für die politisch-administrative Leitung der Behörde, aber natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Alltag. Und ein ganz wichtiger Punkt, weil auch diese Regelungen Auswirkungen auf die Länder haben, denn diese Bestimmungen sind weitgehend identisch in allen Bundesländern. Und wenn die Reformprozesse, die ja in Gang gekommen sind in manchen Bundesländern, weiter gelingen sollen, dann brauchen wir hier auch eine Vorreiterposition des Bundes bei der zeitgemäßen Änderung der Ziel- und Aufgabenbestimmungen. Ich möchte außerdem einige Punkte aus meiner Stellungnahme herausgreifen, die den vorliegenden Entwurf betreffen. Ich sehe gravierende Bestimmtheitsmängel unter anderem bei der Zuständigkeit für alle gewaltbezogenen Bestrebungen. Dazu hat der Bundesrat meines Erachtens richtigerweise kritisch Stellung genommen. Ich möchte das hier an dieser Stelle nicht vertiefen, verweise auf meine schriftliche Stellungnahme. Ich möchte hier allerdings auf einen anderen Punkt etwas ausführlicher eingehen, nämlich auf die aus meiner Sicht sowohl regelungstechnisch als auch inhaltlich missglückten Formulierungen in § 8 Absatz 2 in Verbindung mit § 9 Absatz 1. Diese Regelungen in § 8 Absatz 2 betreffen die Mittel der heimlichen Informationsbeschaffung. Und sie sind zwar nicht unmittelbar die Eingriffsgrundlage in Grundrechte, aber für manche doch in Verbindung mit dem § 9 Absatz 1. Die Formulierung ist offen, das heißt, wir haben keine abschließende Aufzählung aller Mittel im Gesetz. Da sollte meines Erachtens im Interesse der Bestimmtheit der Gesetzgeber eine abschließende Auflistung vornehmen. Wir haben außerdem für manche sehr weitreichende Eingriffsbefugnisse keine spezifischen Regelungen, insbesondere für die Observation. Eine Observation kann dann, wenn sie längerfristig angelegt ist, durchaus mit sehr schwerwiegenden Grundrechtseingriffen verbunden sein. Dafür wäre also unbedingt eine Spezialnorm erforderlich. Nicht akzeptabel aus Sicht des Bestimmtheitsgebotes ist ferner die Regelung von Anordnungsbefugnissen per Dienstvorschrift. Nach dem Wesentlichkeitsprinzip müssen alle wesentlichen Entscheidungen vom parlamentarischen Gesetzgeber getroffen werden. Und dazu gehören auch die wesentlichen Verfahrensvorkehrungen. Deswegen hätten die Anordnungsvorschriften hier abschließend für alle eingesetzten Mittel mit Grundrechtseingriffscharakter im Gesetz mit geregelt werden müssen. Ich begrüße es, dass erstmals nähere Regelungen aufgenommen worden sind in diesen Gesetzentwurf für V-Personen. Allerdings ist meines Erachtens regelungstechnisch leider verunglückt, dass hier die Regelungen für V-Personen und verdeckt arbeitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wesentlichen identisch gestaltet worden sind durch einen Verweis. Das ist meines Erachtens nicht sachgerecht, weil die V-Personen sich in der Vergangenheit gerade im NSU-Komplex als besonders problematisch herausgestellt haben, während die verdeckt arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde ja gleichzeitig auch dem öffentlichen Dienstrecht und damit uns insbesondere auch dem Disziplinarrecht unterliegen. Meines Erachtens hätte man also völlig eigenständige Regelungen für V-Personen schaffen sollen. Und wir haben auch auf Landesebene einige Gesetzentwürfe bzw. schon in Kraft getretene Gesetze, die dort wesentlich konkreter geworden sind und diese problematischen Grundrechtseingriffe durch V-Personen sehr viel klarer regeln. Etwa was die Befristung angeht, auch die Befristung der Führung von V-Personen, aber auch die klare Definition der Konsequenzen auf strafbaren Verhalten. Das ist in diesem Entwurf alles in sehr rudimentären Ansätzen stecken geblieben. Da wäre aus meiner Sicht sehr viel mehr möglich gewesen. Ich will hier nicht näher eingehen auf Datensammlungen, Auswertungen und Übermittlung. Dazu hat die Bundesbeauftragte für Datenschutz ja recht ausführlich Stellung genommen. Vielleicht nur einen einzigen Punkt zusätzlich herausheben, nämlich das Auskunftsrecht. Da haben wir in der bestehenden gesetzlichen Regelung eine recht hohe Hürde, die meines Erachtens mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht vereinbar ist. Diese müsste abgesenkt werden und außerdem sollte im Rahmen der neu geschaffenen bzw. ergänzten Sperrungsregelung auch mit berücksichtigt werden, dass in dem Moment, wo ein Auskunftsantrag gestellt worden ist, nicht mehr gelöscht, sondern nur noch gesperrt werden darf, damit die Kontrolle hinterher auch noch möglich bleibt. Das ist auch eine generelle Linie, die mir sehr wichtig erscheint und wo noch sehr viel Potenzial in diesem Gesetzentwurf für Verbesserungen ist, nämlich Verfahrensvorkehrungen zu treffen, die im Nachhinein Kontrolle ermöglichen, Kontrolle durch parlamentarische Gremien, aber auch Kontrolle
durch die Bundesbeauftragte für Datenschutz und andere dafür zuständige Stellen. Da sollte noch sehr viel mehr gemacht werden. Wir haben ja im Moment in diesem Gesetzentwurf eigentlich gar keine zusätzlichen Regelungen für Kontrolle, was gerade vor dem Hintergrund der Ergebnisse des NSU-Untersuchungsausschusses verwunderlich ist. Ich belasse es hierbei an dieser Stelle, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für Nachfragen zur Verfügung. Ich danke Ihnen auch und der Herr Professor Dr. Becker setzt fort. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Ich möchte aus meiner schriftlichen Stellungnahme 4 Punkte herausgreifen, die ich auch als beispielhaft verstehe für ein allgemeineres Problem, auf das ich dann zum Ende kurz zu sprechen kommen möchte. Ich glaube, dass der Entwurf in vieler Hinsicht verfassungsrechtliche Mängel aufweist und deswegen sollte er so in Kraft treten, nicht in vollem Umfang eine verfassungsgerichtliche Prüfung überstehen würde, um das nur mal exemplarisch an 4 Punkten, wie gesagt, zu veranschaulichen. Der Entwurf ermöglicht, einen umfassenden Datenverbund der Verfassungsschutzbehörden zu errichten, in den Daten praktisch jeder Art und Herkunft eingestellt werden können, ohne dass die Speicherung an besondere Anforderungen geknüpft wäre und ohne dass es auch besondere Anforderungen für die Art und die Voraussetzungen der Auswertung des Datenbestandes gäbe. Ein so weitreichender Datenpool ist meiner Ansicht nach mit den betroffenen Grundrechten, insbesondere dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, nicht zu vereinbaren. Der Entwurf sieht vor eine auch sehr weitreichende Ermächtigung zum Einsatz von verdeckten Mitarbeitern und Vertrauensleuten, die Herr Aden ja schon in einigen Punkten kritisiert hat. Man kann vielleicht ergänzend noch sagen, dass der Einsatz solcher Vertrauenspersonen, je nachdem, wie konkret die geführt werden, eine sehr hohe Eingriffsintensität aufweisen kann, der dann auch durch eine entsprechende gesetzliche Eingriffsschwelle begegnet werden muss. Das leistet der Entwurf nicht, sondern er lässt diesen Einsatz weitgehend voraussetzungslos zu. Der Entwurf sieht weiter vor, die sogenannte strategische Beschränkung des Fernmeldeverkehrs durch den Bundesnachrichtendienst auszubauen, indem ein weiterer Gefahrenbereich geschaffen wird, an den eine solche strategische Beschränkung anknüpfen kann. Das sind Angriffe auf IT-Systeme. Auffällig ist dabei, dass auch kriminelle Angriffe auf IT-Systeme bei erheblicher Bedeutung ein möglicher Anknüpfungspunkt für eine strategische Beschränkung sein sollen. Das geht eindeutig zu weit und entspricht auch nicht der Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes, der keine Kriminalbehörde ist, sondern ein Auslandsnachrichtendienst. Schließlich ist ein besonders heikler Punkt heutzutage Datenübermittlungen von Nachrichtendiensten an Polizei- und Strafverfolgungsbehörden. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zur Antiterrordatei ausgeführt, dass eine solche Übermittlung wegen der unterschiedlichen Aufgaben und Befugnisse von Nachrichtendiensten und Kriminalbehörden ein schwerer Grundrechtseingriff ist, der nur ausnahmsweise zulässig sein kann. Daraus ergibt sich für das geltende Recht ein sehr weitreichender Reformbedarf, dem der Entwurf nur sehr unvollkommen genügt. § 19 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, der solche Datenübermittlungen regelt, soll restriktiver gefasst werden als bisher, ist aber insbesondere für den Bereich der präventivpolizeilichen Kriminalprävention immer noch sehr weit und ermöglicht Datenübermittlungen in sehr weitem Umfang und unter sehr vagen Voraussetzungen. Gleichfalls geändert werden soll die Datenübermittlungsvorschrift in § 7 des G10-Gesetzes. Da geht es um Daten, die durch strategische Beschränkungen gewonnen werden sollen. Auch hier findet sich eine sehr weitreichende, zu weitreichende Übermittlungsermächtigung, die insbesondere ermöglicht, Daten zur Strafverfolgung auch von Bagatelldelikten zu übermitteln und im präventivpolizeilichen Bereich in extrem ambivalenten und unklaren Sachlagen Datenübermittlungen durchzuführen, was meiner Ansicht nach eindeutig mit dem grundrechtlichen Fernmeldegeheimnis nicht zu vereinbaren ist. Man muss aber sagen, wenn man einen Schritt zurücktritt und jetzt nicht nur diesen einzelnen Gesetzentwurf betrachtet, dass die Mängel, die ich versuche aufzuzeigen, sehr weitgehend schon im geltenden Recht angelegt sind. Was den Datenpool der Verfassungsschutzbehörden angeht, muss man sagen, dass ein großes Problem hier der § 10 des Bundesverfassungsschutzgesetzes ist, der eben seinerseits für die Speicherung von Daten in Dateien der Nachrichtendienste kaum substanzielle Anforderungen errichtet. Die Vorschrift bleibt in diesem Punkt, in dem Absatz 1, unverändert und wird jetzt in einen anderen, noch eingriffsintensiveren Kontext gestellt. Aber das Grundproblem hatten wir vorher schon. Das Gleiche gilt für die Regelung zu verdeckten Mitarbeitern und Vertrauensleuten. Im Moment wird das als sogenanntes nachrichtendienstliches Mittel ohne besondere Voraussetzungen gemacht, unter sogar noch niedrigeren Anforderungen, als sie der Gesetzentwurf vorsieht. Die strategische Telekommunikationsüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst
Nachrichtendienst ist schon in den 90er Jahren auf den Bereich der organisierten Kriminalität erstreckt worden, steht heute in einem völlig anderen technischen Kontext, in dem die Begrenzungen, die das Artikel 10 Gesetz für diese Beschränkung vorsieht, weitgehend nicht funktionieren. Das wissen einige der Abgeordneten hier sehr viel besser als ich, nämlich die, die im NSA-Untersuchungsausschuss sitzen. Und ja, die Datenübermittlungsregelungen des Verfassungsschutzrechts, die sind im Moment schon völlig pathologisch und werden ein bisschen verschlimmbessert, aber nicht wirklich nachhaltig geändert. Wirklich auffällig ist übrigens, dass die Vorschrift, die wirklich unverändert bleibt im Bundesverfassungsschutzgesetz, die es dem Bundesamt für Verfassungsschutz ermöglicht, Datenübermittlungen in weitem Umfang zu unterlassen zu Zwecken des Quellenschutzes. Wir haben also die Situation, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz zwar fast immer übermitteln darf, wenn es will, aber fast nie übermitteln muss, auch nicht in Fällen schwerer Kriminalität. Insgesamt muss man sagen, hinzu kommen noch erhebliche gesetzgebungstechnische Mängel, die bereits das geltende Recht aufweist, das extrem überkomplex ist, mit einer Vielzahl von Verweisungsketten arbeitet. Auch für Leute, die sich ernsthaft damit beschäftigen, kaum noch verständlich ist. Und der Entwurf fügt dem jetzt noch ein bisschen was zu, unter anderem in dem geplanten Paragraph 8. Insgesamt muss man sagen, das Nachrichtendienstrecht befindet sich schlicht derzeit in einem beklagenswerten Zustand. Und es ist bedauerlich, dass der Gesetzentwurf nichts dazu beiträgt, daran etwas zu ändern. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich und wechsle bei den Sachverständigen auf meine linke Seite und Dr. Körting. Als nächstes dran. Ich beschränke mich auf den Gesetzentwurf und die Anträge. Ich fange mit den Anträgen an. Da gibt es einmal den Antrag der Fraktion Die Linke, das Bundesamt für Verfassungsschutz abzuschaffen und eine ministerialfreie Koordinierungsstelle zu schaffen. Ich halte diesen Antrag mit der verfassungsrechtlichen Pflicht unserer Sicherheitsbehörden, die Verfassung zu schützen, nicht für vereinbar. Ich kann auch lauter. Aber wenn Sie das Mikrofon ungefähr in 2 Meter Entfernung anbringen, dann ist es schwierig. Also ich halte diesen Antrag nicht mit der verfassungsrechtlichen Pflicht des Staates, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen, für vereinbar. Diese Pflicht ist vom Bundesverfassungsgericht auch so bezeichnet worden. Das heißt, man braucht auch auf Bundesebene eine Stelle oder einen Teil einer Behörde oder was auch immer, die sich um Verfassungsschutz bemüht und verfassungsfeindliche Bestrebungen beobachtet. Dieses soll durch den Antrag der Fraktion Die Linken untersagt werden. Das halte ich schlankweg nicht für vereinbar mit dem Grundgesetz. Dann kommt der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der ist etwas eleganter, aber begegnet gleichen Bedenken, weil er will sich nämlich darauf begrenzen, von Bundesebene aus ausschließlich Spionage und bestimmte gewaltbereite Bestrebungen zu beobachten. Das heißt, frei agierende legalistische Bestrebungen, die eine Diktatur einführen wollen, dürfen vom Bund nicht beobachtet werden. Es darf kein Material über sie gesammelt werden und so weiter. Auch dieses halte ich für nicht vereinbar. Der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen müsste dann, wenn man diese Inlandsaufklärung schafft, Herr Kollege Ströble, ergänzt werden durch irgendeine Stelle, das muss nicht dieselbe sein, die sich auch um die anderen Fragen des Verfassungsschutzes kümmert, es sei denn, Sie wollen das insgesamt ablehnen. Dann komme ich, kann man alles denken, ich halte das schlichtweg nicht für vereinbar mit dem Grundgesetz. Dann komme ich zum Gesetzentwurf. Da gibt es mehrere Punkte. Gemeinsame Behörden mehrerer Länder halte ich für völlig unproblematisch. Hätte man bisher schon machen können, wenn das im Gesetz steht, okay. Dann die Erweiterung der Befugnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz auf gewaltgeneigte Bestrebungen. Das halte ich im Grundsatz her für eigentlich nichts Neues, weil ich kann mir kaum gewaltgeneigte Bestrebungen vorstellen, die nicht einen Bundesbezug haben, sondern die sich ausschließlich darauf beschränken wollen, die Thüringer Landesregierung oder etwas Ähnliches wegzubomben. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, sondern der Regelfall wird schon sein, dass gewaltgeneigte Bestrebungen auch einen Bundesbezug haben. Ich habe keine Bedenken gegen die Regelung, wie sie im Gesetz vorgeschlagen wird. Ich teile auch die Auffassung meiner ehemaligen Kollegen nicht,
dass ein Einvernehmen herzustellen ist mit den Ländern. Wir werden immer Überschneidungen haben von Landesarbeit und Bundesarbeit. Vernünftig ist es, die Ressourcen zu bündeln und die Ressourcen so einzusetzen, dass nicht zwei V-Leute von verschiedenen Institutionen in derselben Bestrebung sitzen. Die Auswertungsaufgabe des Bundesamtes für Verfassungsschutz und die Lieferung der Landesbehörden ist im Grunde auch schon bisherige Praxis. Es ist wünschenswert, dass es jetzt auch im Gesetz steht, insbesondere, dass auch das Bundesamt denn unverzüglich sozusagen auszuwerten hat. Dann komme ich zu den verdeckten Ermittlern. Die Begrenzung auf Bestrebungen von erheblicher Bedeutung halte ich für richtig. Man müsste überhaupt keine verdeckten Ermittler haben. Das Grundgesetz schreibt nicht vor, verdeckte Ermittler einzusetzen. Man kann auch darauf verzichten, genauso wie bei V-Leuten. Das ist alles freie Gesetzgebung. Aber die Beschränkung halte ich für richtig. Und dann gibt es spannende Vorschriften, wonach die sich an strafbaren Vereinigungen beteiligen dürfen. Das könnte eventuell sogar schon den Tatbestand ausschließen und nicht nur ein Rechtfertigungsgrund sein. Das ist aus meiner Sicht alles vernünftig. Ich darf nämlich keinen Beamten da irgendwo hinschicken und ihn gleichzeitig der Strafverfolgung denn unterwerfen. Das wäre mit der Fürsorgepflicht nicht vereinbar. Bei den anderen Möglichkeiten im Einsatz dürfte es eher ein Rechtfertigungsgrund sein. Ich halte allerdings dort im Gesetz eine Sache für nicht geregelt, die geregelt sein muss. Wenn es ein Tatbestandsausschluss ist, dann ist es Strafrecht und fällt unter die Zuständigkeit des Bundes, auch für die verdeckten Ermittler der Landesbehörden. Ich halte es für erforderlich, auch die Vorschrift auf die verdeckten Ermittler der Landesbehörden anzuwenden. Das kann man meines Erachtens auch sinnvollerweise machen für die V-Leute, die dann folgen. Es gibt nach meiner Einschätzung, anders als die Bund-Länder-Kommission, die dort gesagt hat, das ist Landesgesetzgebung bei den V-Leuten. Es gibt auch eine Bundesgesetzgebung für Rechtfertigungsgründe, haben wir Notwehr, Notstand, sind auch bundesgesetzlich geregelt und greifen natürlich auch bei Polizeibeamten im Einsatz. Und insofern meine ich, dass das sein muss. Ich habe empfohlen, die Sätze 2 und 3 in 9a Absatz 2 auch in Fällen der Landesbehörden für Verfassungsschutz anzuwenden. Dann kommt die Frage, ob ich auch minderjährige V-Leute haben kann. Ich würde das sogar bejahen, weil in dem Moment, in dem ich Leuten mit 16 zubillige, an Wahlen teilzunehmen, dann muss ich ihnen wohl auch zubilligen können, mit den Verfassungsschutzbehörden zum Schutz der Demokratie zusammenzuarbeiten. Also irgendwo, sie dürfen in fast allen Bundesländern inzwischen an Kommunalwahlen teilnehmen. Jedenfalls in dem mir bekannten Bundesland Berlin. Ich bitte trotzdem auf Zwiegespräche zu verzichten, denn die fünf Minuten gelten für alle Sachverständigen. Ich halte das meines Erachtens für zulässig. Ich halte übrigens auch die Speicherung von Daten von Minderjährigen für zulässig, insbesondere wenn ich mir ansehe, was wir zurzeit im Bereich Dschihadismus haben von 15-, 16-Jährigen, die nach Syrien ausreisen. Da wüsste ich eigentlich nicht, weshalb ich denen eine Privilegierung zubilligen soll, wenn sie dann mit 19 wiederkommen. So, dann schlagen Sie vor, dass die Anwerbung und Einsatz von Vertrauensleuten ausgeschlossen sein soll, wenn sie wegen eines Verbrechens verurteilt worden sind, im Grundsatz ausgeschlossen. Ich verweise mal darauf, dass das, was in den Justizvollzugsanstalten im Bereich Dschihadismus eventuell passiert, immer dann ausschließen würde, dass ich V-Leute in den Justizvollzugsanstalten haben würde. Die Bund-Länder-Kommission hat gesagt, das kann im Einzelfall auch bei Verbrechen möglich sein. Ich habe so den Eindruck, der Gesetzgeber hat nicht den Mut gehabt, offen auszusprechen, wenn er überhaupt V-Leute einsetzt, dass man dann eben auch, wie im Bereich der organisierten Kriminalität, mit Straftätern und Verbrechern zusammenarbeitet. Das muss man dann abwägen, ob man das tut oder nicht. Das ist aber eine politisch grundsätzliche Entscheidung. Hier mogelt man sich ein bisschen um die Entscheidung rum. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Und bevor Herr Dr. Maaßen fortsetzt, möchte ich noch was nachholen. Ich habe
mehrere Vorlagen vorhin benannt. Jetzt war von einem Antrag der Grünen die Rede. Das ist der Antrag für eine Zäsur und einen Neustart in der deutschen Sicherheitsarchitektur. Und für anwesende Presse, das ist die Drucksache 18-4690. Damit das auch das vollständigkeitshalber mitgenannt ist. Jetzt bitte ich Herrn Dr. Maaßen fortzusetzen. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, ich danke Ihnen für Ihre Einladung zu der heutigen Anhörung, der ich gerne nachgekommen bin. Der vorliegende Gesetzentwurf wird erstens die Zusammenarbeit im Verfassungsschutzverbund nach meinem Dafürhalten verbessern, zweitens die Zentralstellenfunktion des Bundesverfassungsschutzes stärken, drittens das Daten- und Aktenregime verbindlich regeln und viertens die Bestimmungen zu V-Leuten und verdeckten Mitarbeitern konkretisieren und die Rechtssicherheit schaffen. Es wird damit den Forderungen des Bundestages aus den Geschehnissen um den NSU Rechnung tragen, der Reformprozess innerhalb des Verfassungsschutzverbundes und insbesondere beim Bundesverfassungsschutz findet hiermit seine Fortsetzung. Die Änderungen setzen die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses um, Informationen zentral zusammenzuführen und gründlich auszuwerten. Es soll unabhängig von regionalen Strukturunterschieden verbundweit zu einer homogenen Aufgabenerledigung kommen. Informationsinseln müssen vermieden werden. Effektiv ist diese Aufgabe nur bei zeitgemäßem IT-Einsatz wahrzunehmen. IT nur als Aktenhinweissystem zu nutzen, ist die Welt des letzten Jahrhunderts. Ziel muss es sein, den Verfassungsschutz zeitgemäß aufzustellen. Für eine umfassende Auswertung und Analyse ist NADIS das Mittel, um darin Informationen nicht nur aufzubewahren, sondern bisher unentdeckte relevante Zusammenhänge erkennbar zu machen. Es ist nicht vermittelbar, weshalb zur Aufklärung islamistischer Bestrebungen andere Maßstäbe gelten sollen als beim Rechtsextremismus. In beiden Phänomenbereichen haben wir es mit der gefährlichsten Ausprägung solcher Bestrebungen zu tun, nämlich dem Terrorismus. Und wir sehen Linksextremisten, die ihre Bestrebungen ebenfalls gewalttätig verfolgen. Beschränkungen sind auch weiterhin vorgesehen, und zwar in einem anforderungsgerechten Umfang, der nur mit den mit der Materie befassten Personen die erforderlichen Einblicke gewährleistet. Dort, wo dieser weitergehende Zugang nicht erforderlich ist, sind Zugriffsbeschränkungen vorgesehen. Die gesetzliche Protokollierungspflicht gewährleistet volle Datenschutzkontrolle. Weiterhin bleiben die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse vor unbefugter Nutzung und unbefugtem Einblick geschützt und werden zudem allein in einem gesicherten und geschützten Datenverarbeitungsverbund betrieben. Die Abgrenzung zwischen den Diensten und Strafverfolgungsbehörden wird bei der Übermittlungsbefugnis präzisiert und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dabei einbezogen. Dem Trennungsgebot wird ausdrücklich Rechnung getragen. Die Informationserhebung des Verfassungsschutzes konzentriert sich ausschließlich auf Personenzusammenschlüsse, die durch ihr konkretes Verhalten einen im Gesetz bestimmten Anlass gegeben haben, diese auch zu beobachten. Auch zum sicheren Umgang mit Daten und Akten finden sich Regelungen im Gesetzentwurf. Als im Mittelpunkt der Diskussion stehend habe ich jedoch die Strafbarkeitsproblematik bei der Quellenführung und bei der Gewinnung und dem Einsatz von V-Leuten wahrgenommen. Zwangsläufig sind V-Leute in einem wenig rechtsstaatstreuen Milieu zu suchen. Der V-Leute-Einsatz soll künftig weiterhin rechtssicher in Bereichen von solcher Erheblichkeit erfolgen. Rechtsextremistische und terroristische Phänomenbereiche sind gerade nicht vom Respekt vor der verfassungsmäßigen Ordnung gekennzeichnet, sondern von derer fundamentaler Ablehnung und Bekämpfung. Ein Staat kann sich dafür entscheiden, V-Leute dort gar nicht oder nur dort einzusetzen, wo sie keinesfalls mit Begehung von Straftaten konfrontiert werden können. Eine solche Entscheidung müsste sich jederzeit daran messen lassen, ob eine Chance verpasst wurde, zum Beispiel einen verübten Anschlag rechtzeitig zu erkennen, und verantwortungsvoll entschieden wurde. V-Leute müssen tatsächlich werthaltige Informationen liefern. Sie müssen also zu einem inneren Zirkel gehören und dort auch etabliert sein, indem sie zum extremistischen oder terroristischen Personenzusammenschluss fortwährend etwas beitragen. Größere
und kleinere politisch motivierte Delikte werden vorkommen. Daneben kommt es auch zu nicht politisch motivierten Taten. Dass die Suche nach einer Quelle zu Personen führt, die mit finanziellen Anreizen zu motivieren sind, wenn sie im Personenzusammenschluss eine nicht völlig untergeordnete Rolle spielen, liegt auf der Hand. Dem Verfassungsschutz hier über den vorliegenden Entwurf hinaus die Hände zu binden, erachte ich dagegen für nicht sachgerecht. Dem Staat muss der Einsatz von V-Leuten, wie im jetzigen Gesetzentwurf bestimmt, möglich sein. Meines Erachtens ist hier eine ausgewogene Balance im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewährleistet. Eine Quelle zu finden, die zu einer Zusammenarbeit zu motivieren ist, ist ein langwieriges, hochkomplexes Unterfangen, das auch für die Verfassungsschützer mit persönlichen Risiken verbunden ist. Zum weitergehenden zu tragenden Risiko gehört das Strafbarkeitsproblem. Sie finden in der Gesetzesbegründung den Begriff von der Wahrnehmung eines sogenannten Amtsrechts im Zusammenhang mit der Nutzung nachrichtendienstlicher Mittel. Wir wünschen keine Aufklärung um jeden Preis und ohne Rücksicht auf Recht und Gesetz. Die aber zumeist im Geheimen anfallenden Erfolge nachrichtendienstlicher Aufklärung durch V-Leute zeigen aber, dass der Einsatz von V-Leuten einen wichtigen Mehrwert erbringt. Sollen V-Leute weiterhin in den größten denkbaren Gefahrenbereichen Früherkennung ermöglichen, bedarf es einer rechtssicheren Regelung. Für einen Behördenchef ist es unerträglich, wenn seine Mitarbeiter, er selbst oder die V-Leute, die zu betreuen sind, sich dem Vorwurf, kriminell zu sein, Beihilfe oder Anstiftung zu begehen, aussetzen müssen. Auch ein Justizvollzugsbeamter macht sich keiner Freiheitsberaubung schuldig, wenn er in Ausübung seines amtlichen Auftrags Menschen einschließt. Es ist ein Gebot der Personalfürsorge und eine Abwägung mit den ansonsten größeren Übeln, die Angehörigen des Verfassungsschutzes und die von ihnen geführten Quellen davon freizustellen, für die ordnungsgemäße Wahrnehmung des Auftrages strafrechtlich belangt zu werden. Das Handeln muss unabweisbar notwendig und verhältnismäßig sein. Nicht alles ist erlaubt, sondern nur das unbedingt Notwendige. Individualrechtsgüter bleiben geschützt. Der Entwurf gibt klar zu erkennen, wo die Risiken liegen. Diese müssen dann aber auch rechtssicher geregelt sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Dr. Maaßen. Und Herr Professor Dr. Roth setzt die Reihe fort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Der Gesetzentwurf ist zu begrüßen. Er greift wesentliche Empfehlungen und Erkenntnisse der Bund-Länder-Kommission Rechtsextremismus und des NSU-Untersuchungsausschusses auf. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die vorgeschlagenen Änderungen habe ich nicht. Zu einigen Vorschriften habe ich Formulierungsvorschläge gemacht, zu denen ich auf meine schriftliche Stellungnahme verweisen will. Hier möchte ich mich nur ganz kurz fassen. Zunächst kann ich mir praktisch allen Punkten meinen beiden Vorrednern nur anschließen. Die Stärkung der Zentralstellenfunktion des BfV ist zu begrüßen. Es ist nicht hinnehmbar, dass allein aufgrund der föderalen Struktur und föderalen Aufgliederung der Sicherheitsbehörden und der Verfassungsschutzbehörden möglicherweise wichtige verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse nicht zusammengeführt werden. Das muss in der Tat geändert werden. Die Ergänzung des BfV-Zuständigkeitskataloges um die Beobachtung gewaltbereiter verfassungsfeindlicher Bestrebungen ist im Ergebnis nur eine Klarstellung, da ich meine, dass schon nach der jetzigen Gesetzeslage diese Bestrebungen in die Zuständigkeit des BfV fallen würden. Aber als Klarstellung, denke ich, ist die Regelung durchaus zu begrüßen. Die Angleichung der wechselseitigen Übermittlungsvorschriften von BfV und LfV sind auch zu begrüßen. Es ist teilweise, sind Bedenken geäußert worden gegen einen Übergang vom Erforderlichkeits- zum Relevanzkriterium. Auch hier meine ich, dass das nur im Endergebnis eine Klarstellung ist, da bei richtiger Gesetzesauslegung auch schon jetzt die Übermittlungspflichten sehr früh ansetzen, also nur bei offensichtlicher Unnötigkeit der betreffenden Informationen von einer Übermittlung abgesehen werden darf. Soweit in der Praxis das nicht immer beachtet worden ist, denke ich, ist der Übergang zu einem Relevanzkriterium auch hier zur Klarstellung geboten. Die Dateien
Die gemeinsamen Dateien der Verfassungsschutzbehörden wurden bislang grundsätzlich als Hinweisdateien geführt, nur in bestimmten Phänomenbereichen, nämlich gewaltbereiten Extremismus und Rechtsextremismus als Volltextdateien. Auch hier, glaube ich, gibt es keinen Grund für diese Beschränkung. Linksextremismus, Islamismus, Ausländerextremismus sind genauso gefährlich wie Rechtsextremismus. Deswegen ein genereller Übergang zu den Volltextdateien zu begrüßen. Hier nur noch als letzter Punkt einige Gedanken zu der Frage verdeckte Mitarbeiter und V-Leute. Dass diese Regelung in den jetzigen Gesetzentwurf kommt, basiert letztlich auf einer Rechtsprechungsänderung oder sagen wir einer Rechtsprechungsentwicklung, insbesondere ein Urteil des OLG Düsseldorf, das zu einer Strafbarkeit von V-Personen gekommen ist. Man hat über lange Jahre immer gedacht, dass die Amtsbefugnisse einen hinreichenden Rechtfertigungsgrund geben. Das OLG Düsseldorf hat das nun anders gesehen. Und zum Schutze der verdeckten Ermittler und der V-Person ist deswegen eine Rechtsänderung, eine Gesetzesänderung dringend geboten, die letztlich nur den früher immer für rechtmäßig gehaltenen Zustand wiederherstellt, nicht von der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern und auch gegenüber den V-Personen ist ja zu Recht gesprochen worden. Soweit meine einleitenden Bemerkungen. Zu Rückfragen stehe ich natürlich gern zur Verfügung. Dankeschön. Dann setzt fort der Herr Scharmer. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Die wesentlichen Kernpunkte des Gesetzentwurfs sind in meinen Augen fünf, nämlich einmal die Erweiterung des Kompetenzbereiches aus § 5 Absatz 1 Nummer 2, dann zweitens die Neuregelung für den Einsatz und die Auswahl von verdeckten Ermittlern und V-Personen, dann drittens die Möglichkeit oder der Ausbau der Möglichkeiten zur Datensammlung und Auswertung durch das Bundesamt, viertens aber auch praktisch hinzu 17 Millionen Euro mehr pro Jahr, 260 Planstellen mehr. Und fünftens der Hinweis, der erlaubt, was nämlich fehlt im Gesetzentwurf, es gibt keine Neuregelung zu etwa verbesserten Kontrollmöglichkeiten durch Sie hier im Parlament oder durch andere Institutionen. Ich will mein Ergebnis mal vorwegnehmen. Die Neuregelung schafft es in keinem Punkt, die Konsequenzen, die auch den Empfehlungen des Untersuchungsausschusses dieses Hauses beinhaltet waren, umzusetzen. Vielmehr werden nach meiner Auffassung gerade die Mechanismen gestärkt, die mitursächlich für die bisherigen Entwicklungen waren. Kurz dazu im Einzelnen, Kompetenzerweiterung, wir haben es gerade von Herrn Professor Roth schon gehört, die bisherige Praxis zeichnet sich durch eine besonders extensive Auslegung des Kompetenzbereiches des BfV ab. Bundesbezug soll danach nämlich geradezu nahezu immer gegeben sein. Deswegen kann man diese Neuregelung auch als Erweiterung oder Bekräftigung des aktuellen Zustandes begreifen. Das ist allerdings nach meiner Auffassung mit dem Kompetenzgefüge des Grundgesetzes nicht vereinbar. Denn Artikel 73 Absatz 1 Nummer 10 Grundgesetz und auch Artikel 87 Absatz 1 Grundgesetz regeln eben die Vorgaben für eine Zentralstelle und deren Aufgaben und eben nicht immer die Möglichkeit der eigenen nachrichtendienstlichen Mittel und deren Einsatz. Jetzt fällt auch sozusagen die Befürwortung jeder Art von Gewalt durch eine Bestrebung in diesen Kompetenzbereich, selbst dann, wenn sie allein auf Landesebene, und das ist sehr wohl möglich, stattfindet. Verdeckte Ermittler und Vertrauenspersonen. Dazu will ich kurz etwas ausführen, was sich allerdings auf die Vertrauenspersonen bezieht. Verdeckte Ermittler sind jedenfalls mir aus dem gesamten NSU-Komplex nicht bekannt geworden. Vielleicht kann Herr Dr. Maaßen ja noch etwas dazu sagen, ob und inwieweit überhaupt ein Einsatz von verdeckten Ermittlern durch das BfV erfolgt. Mir sind jedenfalls bislang nur nicht verdeckte Ermittler, sondern Vertrauenspersonen bekannt und praxisrelevant. Es gab vier maßgebliche Empfehlungen des Untersuchungsausschusses als Mindeststandards, die umgesetzt werden sollen. Das war erstens ein einheitlicher Sprachgebrauch und klare Regelungen zur Abgrenzung von Quellen. Zweitens klare Vorgaben für die Eignung und die Auswahl von Quellen. Drittens klare Vorgaben für die Dauer und die Art der Zusammenarbeit. Und viertens die Relation des Quellenschutzes. Dieser ist nämlich gerade nicht absolut. Davon wird nichts umgesetzt. Im Gegenteil, es gibt keine Regelung im Gesetzentwurf für Gewährspersonen, für Informanten und sogenannte faktische verdeckte Ermittler, also Privatpersonen, die angeworben werden, um direkt in eine Szene erst einzusteigen. Was welche Person ist in seiner Funktion, definiert der Verfassungsschutz im Wesentlichen selbst, nämlich in Umsetzung der Vorgaben aus § 9a und b.
des Gesetzentwurfs, was natürlich auch die gesetzlichen Regelungen von 9a und b aushebeln kann, nämlich dann, wenn die Personen umdefiniert werden zu Gewährspersonen oder Informanten. Die Regelung für die Anwahl und die Auswahl und die Anwerbung von V-Leuten klingen zunächst einmal gut, sind aber im Detail mit sehr weiten Ermessensspielräumen ausgestattet. Deswegen ist auch weiterhin die Anwerbung beispielsweise von erheblich vorbestraften Neonazis als V-Personen möglich. Paragraph 9a Absatz 2 beinhaltet strafrechtlich gesehen aus meiner Sicht Rechtfertigungsgründe. Das heißt, für V-Personen bleiben viele Delikte, insbesondere Vereinigungs- und Propagandadelikte, selbst bei Verbrechensvorwurf straflos. Allerdings dürfte praktisch das Ziel des Verfassungsschutzes sein, dass diese Ermittlungsakten überhaupt erst gar keine Angaben zu möglichen Quellen enthalten. Also in dem Moment, wo eine Quelle in einem Ermittlungsverfahren auftaucht, ist es im Grunde genommen zu spät. Das heißt, im Vorfeld ist Sinn dieser Regelung im Grunde genommen, V-Personen von ihrem Einsatz zu überzeugen mit dem Argument, dass bestimmte Dinge, die sie dann tun, straflos sind und im Übrigen auch eine Legitimierung für faktisch begangene Strafvereitelung im Amt. Ich bin gern bereit, dazu nachher noch Beispiele zu nennen, aber das erstmal vorab. Letzter Punkt, mündlich kurz dazu, ist die Einstellungsregelung aus § 9a Absatz 3 des Gesetzentwurfs. Der sieht nämlich auch bei Individualrechtsgütern die Einstellungsmöglichkeit grundsätzlich voraus und diese kann auch sozusagen in der Praxis erfolgen. Nach der Gesetzesbegründung soll von dieser Einstellungsmöglichkeit auch großzügig Gebrauch gemacht werden und beispielsweise darunter fallen würde eine gefährliche Körperverletzung durch bekennende Rechtsextremisten. Fazit dieser Stellungnahme vorab. Die bisherige Aufklärung des NSU-Komplexes hat zahlreiche regelwidrige, rechtswidrige und letztlich auch unproduktive Praktiken der Verfassungsschutzbehörden aufgedeckt. An diesen Praktiken soll das Gesetz nichts ändern, vielmehr, und das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, sollen gerade diese vielfach kritisierten und verurteilten Praktiken gesetzlich nun legitimiert werden. Bei den Familien der vom NSU Ermordeten und den Verletzten der Bombenanschläge herrscht, und ich habe vor dieser Anhörung mit mehreren davon gesprochen und Rückmeldungen erhalten, Unverständnis und Wut über dieses Vorhaben. Sie wehren sich ausdrücklich dagegen, dass diese Reform nun mit ihrem Leid begründet werden soll. Dann danke ich auch hier für die Ausführung. Von Beifall bitte ich auch oben abzusehen. Das ist hier nicht üblich und nicht erwünscht. Und ich bitte Herrn Professor Dr. Heinrich Wolf, Amadeus Wolf, den Reigen der Sachverständigen hier zu beschließen. Sehr geehrter Vorsitzender, haben Sie ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich Gelegenheit habe, heute hier zu sein und bei diesem interessanten Gesetzesvorhaben meine Meinung äußern zu dürfen. Als letzter von 7 Sachverständigen kann ich gar nicht umhin, meinen Standardspruch zu äußern, den letzten beißen die Hunde, es sei denn, er heißt Wolf. Ich habe eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, in der, ich glaube, alle Vorschriften von mir kurz bewertet wurden. Deswegen würde ich gerne jetzt kurz nur die Gesamtbewertung zum Gesetzentwurf in den Vordergrund stellen. Der Gesetzentwurf intensiviert die Zusammenarbeit der Inlandnachrichtendienste, verbessert die rechtlichen Voraussetzungen für ihre Analysen und stärkt insbesondere die Stellung des BfV erheblich. Diese Befugniserweiterung des BfV fällt in eine Zeit, in der gleichzeitig aus konkreten Anlass über die Nachrichtendienste, deren gesetzlichen Grundlagen und die Reichweite ihrer Befugnisse auf mehreren Ebenen durchaus kritisch diskutiert wird. Kann es richtig sein, in einer solchen Zeit das BfV in der hier vorgesehenen Weise fitter zu machen? Ob es richtig sein kann, ist eine politische Entscheidung, die nicht von den Sachverständigen, zumindest nicht von mir, zu treffen ist. Nachvollziehbar ist es dennoch. Die Befugniserweiterung bildet in meiner Sicht eine mögliche, in sich schlüssige Folgerung aus der Aufarbeitung der NSU-Gewaltserie. Der Gesetzgeber greift nach meiner Wahrnehmung nicht blind intensiver in die Grundrechte der Bürger ein, sondern versucht durch Ausschärfungen des bisherigen Systems dort Schwachstellen zu relativieren, wo er sie in vertretbarer Weise festgestellt zu haben meint. Dieser Charakter der Erweiterung als Reaktion auf eine nicht verhinderte Gewaltserie wird auch in der verfassungsgerichtlichen Überprüfung berücksichtigt werden.
Nichtsdestotrotz sind die Neuregelungen verfassungsprozessual nicht risikolos. Das weiß jeder, der hier sitzt. Mit nennenswertigen Risiken sind zumindest 5 Neuerungen behaftet. Die Ausweitung der Zuständigkeit des BEV, der Umfang des neuen Informationsverbundes, § 6, der erweiterte Anwendungsbereich von § 10 BDSG, automatischer Abruf, die Erweiterung der Individualbeschränkung gemäß § 3 G10 und schließlich die Erweiterung der strategischen Fernmeldekontrolle gemäß § 5 G10. Die aufgeworfenen verfassungsprozessualen Risiken erscheinen mir aber insgesamt nicht unverantwortlich und nicht besonders hoch. Ich habe an dieser Stelle hier schon über ganz andere Normen sprechen dürfen, die deutlich stärker auf Kante gestrickt waren. Verfassungspolitisch halte ich nicht alles für glücklich. 5 Dinge sollen mir erlaubt sein, kurz zu nennen. Der Gesetzentwurf stärkt die Zentralisierung im Sicherheitsrecht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Die Regelung zu den V-Leuten ist mir zu großzügig. Es gibt viele Möglichkeiten der sinnvollen Einschränkung, die nicht genutzt werden. Die Systematik des Bundesverfassungsschutzgesetzes wird immer schlimmer. 4. Als Ausgleichsmaßnahmen für die intensivierten Recherchemöglichkeiten sieht der Entwurf Protokollierungspflichten vor. Das ist ein bisschen wenig. Eine Intensivierung einer unabhängigen Kontrolle wäre durchaus denkbar. Schließlich 5. Ich persönlich kann die Reichweite des neuen Verfassungsinformationsverbundes § 6 Bundesverfassungsschutzgesetz nicht richtig abschätzen. Das macht mich ein bisschen nervös. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt funktioniert es wieder. Dann bedanke ich mich bei allen Sachverständigen nochmal für Ihre Ausführungen. Wir fangen mit der Berichterstatterrunde an und das dürfte heißen, der Herr Kollege Binninger beginnt. Ja, meine Herren Sachverständigen, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich habe streng der Vorgabe des Vorsitzenden folgen, nicht alle Fragen gleichzustellen. Zunächst mal nur wenige kurze Fragen. Mich würde interessieren mit Blick auf eine Äußerung von Herrn Aden. Ich hoffe, ich habe Sie da richtig verstanden, dass Sie sich daran gestört haben, was Informationsweitergabe vom Verfassungsschutz an die Polizei als Beispiel betrifft, dass hier auch schon ganz einfache Straftaten ja darunter fallen könnten. Will Ihnen nur als Maßstab für uns mitgeben und Sie dann einfach fragen, wie Sie das Problem lösen würden. Eine unserer ersten Erkenntnisse im NSU-Untersuchungsausschuss, die uns ja geleitet haben, bei der Erweiterung von Kompetenzen des BEV und bei der Frage im Informationsaustausch war, dass 3 Verfassungsschutzbehörden eine Information hatten von einem V-Mann, also einer nachrichtendienstlichen Datenerhebung, dass das Trio, das Untergetauchte, sich Waffen besorgen will und Banküberfälle wohl begehen will. Also Hinweis zumindest auf Verstoßwaffengesetz. Dieser Hinweis von 3 Verfassungsschutzbehörden, der möglicherweise dazu geführt hätte, das Trio noch vor der ersten Straftat zu finden, ist zumindest nachweislich unter Verweis auf Rechtsgründe formal nie bei der Polizei gelandet. Deshalb wäre meine Frage an Sie, wie würden Sie dann, wenn Ihnen das zu weit geht, was wir heute schon machen, was ich nicht finde, wie würden Sie so ein Problem dann auch lösen? Zweite Frage an Herrn Körting. Sie sehen es, gestatten Sie mir die etwas auch lockere Formulierung, etwas lockerer bei den V-Leuten als wir. Ich habe nie ganz verstanden, warum der Staat am Ende, so muss man es ja wohl auch nennen, so verzweifelt ist, dass er sagt, jetzt hilft nur noch die Zusammenarbeit mit einem Verbrecher. Darum geht es nämlich. Es geht hier nicht um eine konkrete Situation, wo ich jetzt aus Polizeisicht, wo ich an dem Thema näher dran wäre, sagen kann, ich kann einen Anschlag nur noch verhindern, indem ich mit der Person zusammenarbeite, als Informant, dann ist das alles, glaube ich, in Güterabwägung vertretbar. Und dann mag auch derjenige mal als Informant interessant sein. Hier geht es ja um mehr. Hier geht es ja um eine strukturelle Zusammenarbeit
vertraglich festgelegt, mit Geldzahlungen verbunden, mit einer Prognose, was seine Eignung angeht, ob er uns das jemals bringt, wissen wir nicht, bis hin zu einer garantierten Vertraulichkeit für die nächsten 30 Jahre, die wir diesem Verbrecher geben. Und da muss ich ehrlich sagen, ist mir der Lebenssachverhalt, den kann ich mir nicht vorstellen, dass der Rechtsstaat und seine Behörden sagen, das ist der einzige Weg, der uns hilft, unsere Aufgabe zu erfüllen. Deshalb, vielleicht können Sie das mal erklären, also ich hätte eher umgekehrt sogar viel Verständnis dafür, diese Regelung bei dem Thema Verbrecher noch enger zu fassen. Aber woher Sie das, Sie waren lange genug in der praktischen Verantwortung als Innensenator, das darf ich ja hier sagen, wo Sie überhaupt den Lebenssachverhalt erkennen, der das rechtfertigen würde. Und dann eine letzte Frage noch an den Herrn Wolf. Muss ich kurz gucken, was ich selber mitgekriegselt habe. Wenn Sie sagen, es wird immer unübersichtlicher im Gesetz mit den Verweisen, was es natürlich mit sich bringt, wenn man immer auch anlassbezogen, und das ist das hier ja auch ohne Frage, NSU-Verbrechen waren ja ein trauriger Anlass für diese Mitreform. Was würden Sie uns denn dann empfehlen? Gut, drei Fragen. Wir bekommen drei Antworten. Der Herr Aden, Dr. Aden, kann anfangen. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ich habe mich allerdings in dem Sinne, wie Sie es vermuten, nicht zu diesem Thema geäußert, was die Datenübermittlung vom Verfassungsschutz zur Polizei angeht. Haben wir ja eigentlich auch schon aus der Verfassung her einen relativ einfach zu handhabenden Grundsatz, nämlich die Bereiche, in denen der Staat Schutzpflichten für Grundrechte hat. In den Bereichen, wo es also insbesondere um körperliche Unversehrtheit, Leben, Freiheit von Personen geht, haben staatliche Behörden nach meiner Rechtsauffassung in der Vergangenheit keine Auswahl gehabt, ob sie Informationen weitergeben oder nicht. Das heißt, wenn das in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, ist das nach meiner Ansicht auch in der Vergangenheit fehlerhaft gewesen. Das heißt, dieser Grundsatz sollte heute die eine Leitlinie sein, wenn diese Regelungen neu ausgestaltet werden. Und auf der anderen Seite hat das Bundesverfassungsgericht nach meiner Auffassung zu Recht gesagt, dass es bestimmte Informationen gibt, an die die Verfassungsschutzämter nur deswegen herankommen, weil sie sehr viel stärker im Vorfeld ansetzen. Da haben wir natürlich ein Spannungsfeld zwischen diesen beiden Dingen. Das heißt, die Grenze wäre meines Erachtens spätestens da erreicht, wo wir im Bereich der Schutzpflichten sind. Davor wird es sicherlich einen Bereich geben, wo tatsächlich auch die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts gesetzgeberisch ernst genommen werden müssen, nämlich die gesetzlichen Regelungen auch so ausgestaltet werden müssen, dass tatsächlich eben es keinen umfassenden Informationsverbund zwischen Polizei und Verfassungsschutz gibt. Meines Erachtens, wenn man das ändern wollte, dann hätte man ein ganz anderes Sicherheitssystem. Das heißt, dann bräuchten wir eigentlich überhaupt nicht mehr diese Trennung zwischen dem Früherkennen und der Gefahrenabwehr, so wie das ja eigentlich angelegt ist. In der Praxis haben wir damit natürlich einige Probleme, weil wir ja eine starke Tendenz gehabt haben in den letzten Jahren, dass die Polizeibehörden auch weit im Vorfeld schon tätig werden, schlicht und ergreifend, weil sie den Verfassungsschutzämtern, wie man auch gesehen hat im NSU-Komplex, manchmal berechtigterweise ja nicht zugetraut haben, dass sie tatsächlich die Dinge früh erkennen. Da müssen wir also neu justieren und die Aufgaben tatsächlich auch nochmal neu verteilen. Das heißt, dass die Verfassungsschutzämter müssen und sollen sich darauf beschränken, sehr weit im Vorfeld analytisch ihre Kompetenz zu verbessern. Und wenn es in die konkrete Gefahrenabwehr geht, haben eigentlich die Verfassungsschutzämter in den Fällen gar nichts mehr zu suchen, sondern dann müssen die Fälle automatisch zur Polizei rübergehen, und zwar pflichtmäßig, wenn wir im Bereich der Schutzpflichten sind. Dankeschön. Ich bitte dann den Herrn Dr. Körting und dann auch den Herrn Professor Dr. Wolf mit Ihren Antworten anzuschließen. Herr Binninger, ich bin für einen sehr behutsamen Einsatz von V-Leuten und die V-Leute, die die Verfassungsschutzbehörde eines Landes einsetzt, wird man höchstwahrscheinlich an zwei Händen oder ähnlich oder drei Händen abzählen können. Das hängt damit zusammen, dass einmal die nur eingesetzt werden können, auch aus der Grundrechtsbetroffenheit derjenigen Leute, mit denen sie zusammen sind, wenn es wirklich erforderlich ist, und aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ich bin nur dagegen, das von vornherein gesetzlich sozusagen in einer Art und Weise zu beschränken, wobei ich glaube, dass dann
bestimmte Dinge nicht abgeklärt werden können. Da muss man damit leben. Ich möchte damit nicht leben. Und als Beispiel habe ich genannt Justizvollzugsanstalten. Wenn Sie sich die Haftpraxis in Deutschland ansehen, sitzen in Justizvollzugsanstalten heute ganz überwiegend Leute, die wegen Verbrechen bestraft worden sind oder Bewährungsstrafe eben nicht gekriegt haben, sonst würden sie da nicht sitzen. Wenn ich im Bereich dschihadistische Radikalisierung mir ansehe, dass ein zentrales Agitationsfeld, in Deutschland noch nicht so stark, aber in anderen Ländern, die Radikalisierung von einsitzenden Straftätern durch Dschihadisten ist, dann brauche ich den Zugang dorthin. Ich hätte andere Möglichkeiten. Ich hätte die Möglichkeiten der Totalüberwachung des gesprochenen Wortes und alles, was da möglich ist. Das ist ein viel größerer Grundrechtseingriff, als dass ich einen V-Mann habe, bei dem ich, mit dem ich reden kann. Ich bin mir wohl darüber im Klaren, ich glaube, das ist so im Antrag vom Bündnis 90, die Grünen so bezeichnet, die persönliche Eignung des V-Mannes. Moralisch sind die alle nicht persönlich geeignet. Also kein einziger V-Mann, ich kann mir keinen einzigen V-Mann vorstellen, das sind ja alles Leute, die irgendwelchen verfassungswidrigen Organisationen vom innersten Herzen angehören. Ich kann mir kaum jemanden vorstellen, den ich für persönlich wirklich im Sinne des Wortes für geeignet halten würde. Das ist dann eben die Frage, ob man diesen unappetitlichen Weg geht. Das ist unappetitlich, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Da kann man sich politisch entscheiden und sagen, man will das überhaupt nicht. Da habe ich keine Probleme mit, wenn jemand politisch sagt, er möchte das nicht. Ich halte es leider für erforderlich. Und wenn es erforderlich ist, dann bin ich dagegen, es von vornherein zu begrenzen. Sie tun es im Gesetzentwurf ja auch nicht. Sie schreiben grundsätzlich, ist der Einsatz solcher Leute nicht möglich. Das heißt, Sie lassen sie im Grunde auch zu. Dann schreiben Sie es doch gleich rein. Herr Dr. Professor Wolf. Ich war ganz gebannt. Ich habe gerade überlegt, was ich wohl sagen würde, wenn ich gefragt worden wäre. Also, Herr Binninger, die Systematik, das ist ja, ich habe dazu was geschrieben auf Seite 11 von meiner Stellungnahme, da habe ich einen Vorschlag gemacht. Es geht mir darum, um zwei Punkte. Erstens, der Paragraph 8 heißt Befugnisnorm, ist aber gar keine Befugnisnorm, schreiben wir jetzt auch ausdrücklich rein. Da frage ich, na, wäre es vielleicht ganz nett, wenn wir ihn Aufgabennorm oder Kompetenznorm nennen. Das zweite ist, normal vom Polizeirecht her denkend, auch wenn das Nachrichtendienst kein Polizeirecht ist, Befugnis, allgemeine Eingriffsgrundlage, speziellere Eingriffsgrundlagen. Das heißt, 8 Befugnis oder Kompetenz, Kompetenznorm, 9.1 ist die normale Eingriffsgrundlage und alles, was wir jetzt haben, 8a, 8b, 8c, 8d, kommt hinter 9. Und den 9 machen wir nur in Absatz 1, weil das die allgemeine, die normale Eingriffsgrundlage ist und alles 2 bis 4, was die speziellen ist, schiebe ich nach hinten. Dann hätte wenigstens ein Bürger, der nicht Jura studiert hat, eine Chance, ein bisschen was zu ersehen, wie das Ding aufgebaut ist, finde ich. Ja, direkt die Nachfrage dazu. Ja. Keine Nachfrage, sondern jetzt einfach auch ein bisschen animiert durch das Plädoyer von Herrn Körting, ob der Professor Wolf seine Ansicht zu diesem Thema V-Mann, Begrenzung, Stichwort verurteilt wegen eines Verbrechens, was dazu sagen könnte, dass wir zwei Positionen vielleicht auch haben. Es sei denn, Sie teilen die Ansicht von Herrn Körting, dann frage ich noch jemand anders. Müssen Sie auch mitleben, was ja. Ich sage. Ja, das sowieso, aber. Ja, also, Herr Binninger, das ist jetzt natürlich nicht ganz fair, weil ich lange nicht die Erfahrung habe wie der ehemalige Innensenator. Das sind insofern zwei völlig unterschiedlich gewichtige Stellungnahmen. Aber ich würde ihm nicht folgen, sondern ich finde, die Position, die Sie formuliert hatten, entspricht meiner Position sehr viel mehr. Ich würde ihn eher zurufen, streichen Sie grundsätzlich in dem Gesetzentwurf. Das war ja der letzte Teil. Sie haben es ja sowieso drin stehen, da würde ich sagen, streichen Sie es grundsätzlich, dann Herr Körting Ihnen nicht mehr sagen, Sie seien inkonsequent. Jetzt ist natürlich die Frage, das, was ich natürlich nicht will, ist, dass Sie nicht die Information brauchen, die Herr Körting Ihnen besorgen will. Er macht es ja nicht, sondern das ist ja klar, warum er es macht. Deswegen, was ich noch nicht verstanden habe, ist, warum ich diesen Leuten, mit denen ich nicht zusammenarbeiten will und die im Gefängnis sind, für einen Einzelfall einen Haufen Geld gebe und sage, du arbeitest zwar nicht grundsätzlich für mich, aber Geld, Cash gegen Information. Für mich wäre das als Hochschullehrer ein deutlicher Unterschied, ein deutlich anderes Staatsverständnis, aber noch einmal, ich habe ein Glück, hinter einem trockenen Zimmer in einem Schreibtisch zu sitzen und muss nicht vor der Realität an der Front kämpfen. Aber aus der Sicht würde ich ihm nicht zustimmen.
Dankeschön. Dann setzen wir jetzt in der Berichterstatterrunde fort. Das Fragerecht wechselt zur Opposition und die Kollegin Petra Pau beginnt. Danke, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch an alle Sachverständigen. Mein erstes Wort richtet sich jetzt gar nicht an Sie, sondern an uns selbst. Ich bedauere es sehr, dass eine Praxis, die ich seit Beginn meiner Mitgliedschaft in diesem erlauchten Gremium, und das ist immerhin jetzt das 17. Jahr, als sehr wohltuend empfunden habe, heute hier durchbrochen wird, nämlich dass nicht die Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit sozusagen vor der Klammer auch hier als Sachverständige mit zur Verfügung steht und uns die datenschutzrelevanten Fragen hier auch erörtern kann. Deshalb richte ich jetzt zwei Fragen an die Herren Schamer und Dr. Becker. Sie haben in Ihren Stellungnahmen diese Themen auch entsprechend mit bearbeitet. Zunächst eine Frage zur Datenübermittlung im Verfassungsschutzverbund nach dem neuen Artikel oder Paragraphen 6 Absatz 1. Hier sollen nun alle relevanten Informationen übermittelt werden. Bislang war dort von erforderlichen Informationen die Rede, was zumindest einigermaßen rechtsklar ist. Herr Becker, Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, der Begriff der Relevanz sei wohl als Nützlichkeit zu interpretieren. Nützlichkeit ist meines Erachtens kein verfassungsrechtliches Kriterium für Behördenhandeln. Deshalb wüsste ich gern von Ihnen beiden, wie Sie diesen Begriffswechsel aus verfassungsrechtlicher Sicht beurteilen. Genügt es, wenn die Verfassungsschutzbehörden gemeinsam die Auslegung des Begriffs der Relevanz festlegen, oder müssten nicht eigentlich wir als Gesetzgeber das tun? Und muss nicht auch für Bürgerinnen und Bürger aus dem Gesetz einigermaßen ersichtlich sein, welche Informationen über sie möglicherweise innerhalb der Verfassungsschutzbehörden weitergegeben werden? Flankiert, das spielte hier auch schon eine Rolle, wird die Befugnis zur Übermittlung durch die Neugestaltung des gemeinsamen Datenbestandes, also NADIS. Da hatten wir 2012 schon mal eine Änderung, was das Hinzuspeichern von unstrukturierten Textdateien betraf. Nun soll es möglich sein, generell zu jeder Person auch Text, Bild und multimediale Informationen zu speichern. Wie bewerten Sie diese deutliche Ausweitung der Speicher- und Abrufmöglichkeiten natürlich dann auch in NADIS-WN aus datenschutzrechtlicher Sicht? Und damit bin ich bei einem zweiten Komplex, ganz kurz. Herr Schamer, Sie haben, das gestehe ich, einen Großteil der Antworten auf meine Fragen hier vorweggenommen, insbesondere durch die Darstellung der Sicht der Angehörigen und Überlebenden des NSU-Terrors, was jetzt die Aufwertung des Bundesamtes für Verfassungsschutz betrifft, aber auch die Neuausgestaltung der gesetzlichen Regeln. Ich würde aber gerne auf Ihr Angebot zurückkommen, noch einmal Beispiele von Ihnen zu hören, warum die hier gefundenen Regelungen, insbesondere zur Umsetzung der Empfehlungen 44 bis 47 bezogen auf das V-Mann-Wesen oder ich würde es V-Mann-Unwesen nennen, jetzt hier geeignet sind, dieses wenigstens, wenn es schon in meinem Wunsch nicht entsprochen wird, es abzuschaffen, eingrenzt bzw. auf eine andere Grundlage stellt. Und insbesondere wüsste ich gern, wie Sie die Paragraphen 9 und 9b im Gesetzentwurf bewerten, mit Blick auf praktische Auswirkungen. Kommen wir hier wirklich zu einer Eingrenzung oder wie schätzen Sie das ein? Ich würde vorschlagen, da die Fragen an den Herrn Schamer etwas umfangreicher sind, beginnt zunächst Herr Professor Dr. Becker. Ja, vielen Dank. Die erste Frage bezog sich auf diesen Begriffswechsel in Paragraph 6. Ja, bisher sieht Paragraph 6, und das steht mit datenschutzrechtlicher Terminologie in Einklang, vor, dass erforderliche Informationen bereitzustellen, Entschuldigung, das ist im Moment Paragraph 5, dass erforderliche Informationen übermittelt werden. Der Paragraph 6 sagt jetzt, dass relevante Informationen übermittelt werden. Was dieser Begriffswechsel zu bedeuten hat, finde ich sehr schwierig einzuschätzen. Die Gesetzesbegründung geht ja davon aus, dass das irgendwie eine Klarstellung sei und Relevanz sozusagen das neue Erforderlichkeit sei. Wenn man das so versteht, fragt man sich natürlich, warum wird von der etablierten Terminologie abgewichen, wenn
da eigentlich gar keine sachliche Änderung intendiert ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass es recht nahe liegt, den Begriff der Relevanz zusammenzulesen mit dem neuen Paragraphen 5 Absatz 2 des Entwurfs, der ja vorsieht, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz alle Erkenntnisse über Bestrebungen und Tätigkeiten im Sinne von Paragraph 3 zentral auswertet. Das heißt, das Bundesamt bekommt so eine Allzuständigkeit dafür, alle Informationsflüsse zu bündeln, alles, was bei den Landesämtern anfällt, dann in einem nächsten Schritt zugeschoben zu bekommen, um das auswerten zu können. Wenn man jetzt in diesem Zusammenhang den Relevanzbegriff interpretiert, dann liegt es eigentlich wieder nahe, dass damit nur ausgeschlossen werden soll, dass die sozusagen bloßen Müll bekommen. Dass also alles, was irgendwie interessant sein könnte für diese Auswertungstätigkeit, dass das dann auch an das Bundesamt fließen soll. Wenn man das so versteht, dann geht das erstmal sehr weit. Wie man das verfassungsrechtlich einzuordnen hat, hängt sehr stark damit zusammen, in welcher Form diese Informationen fließen, auch wie diese Informationen vorher erhoben worden sind und wie die möglicherweise im Rahmen der Übermittlung gefiltert werden. Und das ist dann sozusagen auch der Übergangspunkt zu NADIS neu, also zu der Regelung in § 6 Absatz 2, die ja eben vorsieht, die bisherige bloße Indexfunktion von NADIS, abgesehen von bestimmten Sonderbereichen, die bisherige Indexfunktion zu ersetzen durch eine umfängliche Datensammlung mit Volltextdateien, jedenfalls aber mit der Möglichkeit, praktisch beliebig viele Datenfelder anzulegen, in denen beliebig viele Daten gespeichert werden können, jeglicher Provenienz, also auch Daten, die durch eingriffsintensive Datenerhebungsmaßnahmen gewonnen worden sind. Das Ganze wird eingebettet in eine Art Regulierungsumfeld, das wir schon haben, insbesondere den Paragraphen 10 der Datensammlungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz heute schon regelt und der sehr weit formuliert ist, der also die Speicherung von Daten in sehr weitem Umfang zulässt. Wenn man das zusammenführt, dann kommt man eben dazu, dass man eigentlich jetzt nur auf der Grundlage des Gesetzes da kaum noch eine Grenze erkennen kann. Hier steht eigentlich im 6 drin, dass alles, was irgendwo bei irgendeinem Landesamt oder beim Bundesamt für Verfassungsschutz in irgendeiner Weise gewonnen worden ist, ja, vielleicht mit Ausnahme von Daten aus Wohnraumüberwachungen, ja, aber sonst alles, ja, kann in dieses NADIS eingestellt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen vorliegen oder wenn dies für die Erforschung und Bewertung von Bestrebungen oder Tätigkeiten erforderlich ist. Das lässt sich auch ganz, ganz weitgehend immer dann bejahen, wenn überhaupt die Aufgabe des Bundesamts für Verfassungsschutz eröffnet ist. So, und im nächsten Schritt kommt man dann eben dazu, dass auch an die Auswertung kaum Anforderungen gestellt werden, zugegriffen werden kann auf das, was da drin steht, in dem Moment, wenn das zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Das ist auch wieder kein konkreter Eingriffsanlass im Tatsächlichen, sondern das verweist eigentlich auch wieder auf die Zuständigkeitsordnung. Deswegen, wenn man das Gesetz naiv liest und guckt, was könnte man machen, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen. Und das ist aus meiner verfassungsrechtlichen Perspektive der entscheidende Punkt und nicht, was die Praxis nachher vielleicht damit anfangen möchte. Wenn man das so liest, muss man sagen, es kann alles gespeichert werden und es kann praktisch nach Belieben ausgewertet werden. Und das geht so weit. Ja, hinsichtlich der ersten Frage kann ich mich vollumfänglich Ihren Ausführungen, Herr Professor Dr. Becker, anschließen, die ja im Wesentlichen auch inhaltsgleich von der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit geteilt werden. Die ist ja inzwischen öffentlich, die Stellungnahme geworden. Ein Punkt vielleicht noch ergänzend, das, was dann sozusagen auch ausgeweitet angewandt wird, ist dann in der Praxis auch nicht kontrollierbar, weil eben die Kontrollmöglichkeiten nach dem Gesetz nicht gegeben sind beziehungsweise erheblich eingeschränkt. Zu der zweiten Frage will ich gerne ein bisschen weiter ausholen. Frage war nach Beispielen. Ich will an zwei Beispielen vielleicht mal zeigen, wie sich dieses Gesetz auswirkt. Wenn ich da Klarnamen verwende, sind die auch im NSU-Untersuchungsausschussbericht öffentlich geworden. Also nehmen wir mal das Beispiel, Carsten Schipanski war V-Mann in Brandenburg, hat im Übrigen den von Herrn Binninger gerade benannten Tipp gegeben, dass die drei Personen im Raum Chemnitz unterwegs sind und Raubüberfälle planen, sich auch bewaffnen würden. Diese Information ist gekommen von einem V-Mann, der angeworben wurde in der Untersuchungshaft, in der er saß wegen der Anstiftung zu einem rassistisch motivierten Mord. Diese Anwerbemöglichkeit wird durch das Gesetz nicht beschränkt.
Es soll zwar grundsätzlich nicht passieren, aber ausnahmsweise schon. Und Schepranski hatte angegeben, ja, er möchte eigentlich aus der rechten Szene aussteigen, er möchte sich davon abwenden. Das Gegenteil ist dann passiert, er ist tiefer hineingeführt worden, wurde vom Verfassungsschutz abgeholt aus der JVA und in solche Kreise gefahren, um an diese Informationen zu kommen. Diese Information selbst hätte durch die Polizei sehr einfach erhoben werden können und die wäre auch für die Zielfahndung zuständig gewesen und auch für die konkrete Gefahrenabwehr. Die Polizei selbst sagt, im Bereich Rechtsextremismus, wir können keine Observation machen. Wir kriegen nämlich für die 30 Tage, die wir planen, an 3 Tagen Beamten. Und deswegen fragen wir den Verfassungsschutz in einer quasi rechtswidrigen Amtshilfe, könnt ihr die für uns observieren und findet ihr da möglicherweise was? Also das muss man dann auch mal sehen. Der Ausbau der Möglichkeiten im Rahmen des polizeilichen Staatsschutzes ist ja überhaupt nicht Thema hier. Ja, und Aufgabe des Verfassungsschutzes als Frühwarnradar für solche Bestrebungen ist es eben nicht, konkrete 3 untergetauchte Personen zu finden und dann deren Straftaten zu verhindern. Das ist zugewiesene Aufgabe der Polizeibehörden. Das passt jetzt nicht auf das Eingangsbeispiel von Schepanski. Jetzt haben sie einen zweiten Sachverhalt hinten dran gehängt, der was anderes war. Der Sachverhalt der Observation durch die Polizei der Fehlenden war in Thüringen, das ist richtig, das war nicht durch Schepanski, aber Schepanski diente als Beispiel für die Anwerbung von Kriminellen, und zwar Hochkriminellen, in dem Fall wegen versuchten, also Anstiftung zum versuchten Mord, dann auch später verurteilten Personen. Was ist beispielsweise mit der Weitergabe von Geld an V-Personen? Nehmen Sie das Beispiel Tino Brandt. Tino Brandt hat nach eigenen Angaben das Geld, was er bekommen hat, in den Aufbau rechtsextremistischer Strukturen gesteckt. Selbst wenn man diese Angabe vorsichtig beleuchtet, ist es jedenfalls bewiesen, dass Geld des Verfassungsschutzes in seine Tätigkeiten geflossen ist, nämlich in Fahrtkosten, in Telefonkosten, in die Vernetzung von rechtsextremistischen Strukturen, insbesondere mit dem Thüringer Heimatschutz. Wäre das nach dem Gesetzentwurf jetzt ausgeschlossen? Nein. Das Geld würde weiterhin bezahlt werden, Brand könnte weiterhin angeworben werden. Das Geld könnte auch weiterhin, selbst wenn man andere Anweisungen gibt, in diese Strukturen fließen und ist auch zu befürchten, dass das so ist. Dabei, und das muss man gerade bei Brand sehen, ist die Weitergabe von Informationen, gerade von V-Personen, und da gebe ich in dem Punkt auch Herrn Körting völlig recht, das sind moralisch nicht gerade integre Personen, ist immer fragwürdig, denn diese Informationen sind in der Regel interessengeleitet. Und dann muss man eben filtern, was ist eigentlich wahr und was ist nicht wahr. Kann man auf diese Personen vertrauen? Kann man diesen Informationen vertrauen? In der Regel nicht. Und als letztes Beispiel vielleicht auch noch bei Brandt. Brandt hat nach eigener Schilderung Warnungen bekommen vom Verfassungsschutz vor Durchsuchungen der Polizei. Und zwar insbesondere wegen Propaganda und Vereinigungsdelikten. Es gab ein Strukturermittlungsverfahren, in dem auch Brandt Beschuldigter war. Die Polizei kam und wir haben von den Polizeibeamten gehört, dass Herr Brandt sie quasi schon mit der Kaffeetasse in der Hand erwartete und in der Wohnung, die zu Besuch war, nichts zu finden war. Und zwar aufgrund der Rückmeldung des Verfassungsschutzes. Wäre das nach diesem Gesetzentwurf legal? Ja. Ja, denn wenn die Delikte, die Brandt da möglicherweise begangen hat oder deren er beschuldigt wird, solche sind, die nach § 9a Absatz 2 gar nicht mehr rechtswidrig wären, beziehungsweise sogar die Straflosigkeit gegeben wäre, dann wäre auch die Hilfe zur Strafvereitelung, beziehungsweise es wäre ja dann gar keine Strafvereitelung, die Hilfe dazu von Amts wegen legal. Das heißt, Sie erlauben den Verfassungsschutzbehörden genau das, was Sie kritisiert haben in Ihrem Abschlussbericht. Dankeschön. Dann kommen wir zur weiteren Berichterstatterrunde und für die SPD die Frau Dr. Kollegin Högel. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und von mir natürlich auch ein Dankeschön an alle Experten heute. Das ist wirklich sehr hilfreich für unsere Weiterberatung. Ich möchte mal mit einem Punkt anfangen, der uns als SPD am Herzen liegt und den Herr Professor Aden erwähnt hat, nämlich die Formulierung der Ziele und Aufgaben des Verfassungsschutzes. Wir sind ja jetzt auch an einigen Stellen grundsätzlich daran gegangen, und ich würde die Frage gerne mal Herrn Körting stellen, nämlich wäre es nicht sinnvoll und notwendig, bei dieser Gelegenheit nach den reichhaltigen Erfahrungen, die wir auch haben im Bereich Verfassungsschutz, Abgrenzung zu anderen Behördenaufgaben, wäre es nicht sinnvoll und notwendig, auch in diesen Gesetzentwurf etwas größer ranzugehen und über Ziele und Aufgaben auch mal nachzudenken? Sie haben viel Erfahrung auch im Zusammenhang mit Auseinandersetzung Bund-Ländern, und deswegen richte ich die Frage an Sie und würde mich freuen, wenn Sie dazu was sagen könnten. Bisher ist es ja nicht aufgenommen im Gesetzentwurf und auch von den Bundesländern nicht vorangetrieben worden.
Ich habe eine andere Frage an Herrn Professor Aden. Und zwar die Tatsache, dass wir überhaupt den Einsatz von V-Leuten gesetzlich regeln, ist ja schon ein großer Fortschritt. Denn bisher ist es überhaupt nicht gesetzlich geregelt, bei aller Kritik, die man im Detail hat. Dass wir da jetzt Formulierungen vorgeschlagen bekommen und darüber diskutieren, ist ja schon ein Fortschritt. Und deswegen frage ich noch mal konkret nach, das ist auch angesprochen worden schon in der Diskussion, wäre es nicht sinnvoll, auch Minderjährige anzuwerben, auszuschließen, also noch mehr ins Gesetz reinzuschreiben, vielleicht auch Personen, die ein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Wie sehen Sie das? Oder reicht das aus, was wir jetzt vorliegen haben im Gesetzentwurf? Und reicht es dann auch aus, gegebenenfalls weitere Einschränkungen in Form von Dienstvereinbarungen zu machen, die man auch parlamentarisch kontrollieren kann und auch gegebenenfalls diskutieren? Das interessiert mich. Also mehr ins Gesetz oder reicht das aus, was wir jetzt vorliegen haben? Und dann will ich natürlich auch noch mal nachfragen, vielleicht können Sie dazu auch was sagen, weil es in den Komplex gehört, Herr Professor Aden, das Thema grundsätzlich streichen. Also das ist ja, man kann bei aller Kritik an der Formulierung, ist ja die Frage, wen wollen wir zum V-Mann, zur V-Frau machen? Und ich will ganz deutlich sagen, dass die Erfahrung Piatto uns natürlich lehrt, dass wir keine Mörder und keine Schwerstverbrecher zu V-Leuten machen. Das führt nicht dazu, dass wir auf die Informationen vollständig verzichten müssen. Aber wie stehen Sie zu dem Vorschlag, der ja auch von Professor Wolf gekommen ist, das grundsätzlich zu streichen? Und dann habe ich noch eine dritte Frage, einen dritten Komplex, und den würde ich gern, die Frage würde ich gerne richten an Professor Aden und auch nochmal Herrn Dr. Körting. Nämlich, es ist eben schon angesprochen worden, dass es doch sinnvoll sein könnte, und ich schließe mich dieser Auffassung an, die einzelnen Personengruppen, die wir im Bereich des Verfassungsschutzes haben, um Informationen zu gewinnen. Also vom Informant, Informantin über die Gewährsperson, verdeckter Ermittler bis zu V-Person. Wäre es nicht sinnvoll, im Gesetzentwurf vielleicht diese Personen auch erstens konkret zu definieren? Wir machen das mit verdeckten Ermittler und V-Personen, aber mit den anderen nicht. Und dann auch mit konkreten Befugnissen auch im Gesetz. Also das klar abzugrenzen und vorzusehen. Weil eben kam natürlich, dass wenn wir die Einschränkung bei V-Personen haben, Herr Schamer, Sie haben das gesagt, dass dann das bei Gewährspersonen nicht ausgeschlossen ist oder bei Informanten. Und diese Frage würde ich gerne, Herr Professor Aden und Herr Dr. Körting, an Sie noch mal richten, ob Sie uns da Hinweise geben können für die weitere Beratung. Dankeschön. Dankeschön. Und da die erste Frage auch an Herrn Dr. Körting gerichtet war, würde ich ihn bitten, anzufangen und Herr Dr. Aden dann fortzusetzen. Ich hatte ja einleitend gesagt, dass ich mich beschränkt habe auf den Gesetzentwurf, so wie er vorliegt. Wenn ich das weiter sehe und sage, ich will eine Gesamtrevision des Gesetzes haben, dann ist das, was Herr Aden zur Staatsentierung schreibt, nicht so weit weg von dem, was ich selber sehen würde. Weil in der Tat Verfassungsschutz, ich glaube, ich habe das auch geschrieben, passiert in erster Linie durch streitbare Demokraten und nicht so sehr durch Behörden. Unsere Verfassung wird dadurch geschützt, dass Menschen sich für sie einsetzen, sich für die Demokratie einsetzen. Das ist die Grundfrage. Von der Grundfrage her würde ich auch die Aufgaben des Verfassungsschutzes, wenn ich sie neu bewerten würde, ein bisschen anders definieren, weil für mich immer eine zentrale Aufgabe des Verfassungsschutzes die Aufklärung der Öffentlichkeit war und nicht nur so sehr die innerbehördliche Vorwarnung von dem, was passiert, sondern Aufklärung Öffentlichkeit, aber auch Beratung Parlament und Regierung. Davon findet sich im Gesetz nur rudimentär etwas. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man die Ziele und die Aufgaben präzisiert. Das gilt auch für eine Definition von Bestrebungen. Also ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber es gibt unzählige sogenannte Bestrebungen, die von Verfassungsschutzbehörden mitbeobachtet werden, bei denen ich die Relevanz oder die Erforderlichkeit nicht sehen würde, weil von ihnen keine echte Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgeht, ungeachtet sie in Einzelpositionen, eventuell Positionen vertreten, die mit der Verfassung nicht vereinbar sind oder etwas Ähnliches. Wie man das definiert, darüber habe ich mir für heute keine Gedanken gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da, wenn man das gesamt revidiert, zu Einschränkungen dessen kommt, was dort gesammelt wird, weil ein Problem ist ja teilweise nicht, dass wir zu wenig sammeln, sondern ein Problem ist, dass wir zu viel sammeln und deshalb Schwierigkeiten haben, die relevanten Informationen von den irrelevanten zu unterscheiden. Das ist das gleiche Problem,
was wir außerhalb der Bundesrepublik Deutschland überdeutlich auch am 11. September 2001 gesehen haben. So, ich darf auch gleich zu der zweiten Fragestellung nehmen. Wenn man eine Gesamtrevision macht, kann man natürlich auch deutlicher definieren, auf welche Informationen der Verfassungsschutz zurückgreift. Das ist dann auch die Frage der Informanten und sonstige Informationen, die ich habe. Ob das allerdings zielführend ist, möchte ich im Moment nicht beurteilen. Also ich halte es für einen sehr, sehr großen Fortzug des Gesetzes, dass es sich zu V-Leuten und verdeckten Ermittlern äußert und umschreibt, was die können und was die nicht können. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sagen die meisten Verfassungsschutzgesetze heute nur in irgendeiner Aufzählung, solche Leute gibt es, ohne dass näher definiert wird, dass es sie gibt. Insofern meine ich schon, dass das ein wesentlicher Vorzug ist. Wie weit man das dann präzisieren kann, Herr Schama hat davon gesprochen, von dem Beispiel Tino Brandt, glaube ich, in Thüringen. Der wäre nach allen mir bekannten Regelungen, die bei den Verfassungsschutzbehörden üblich sind, nicht in dem Maße bezahlt worden, wie er dort bezahlt worden ist. Das wäre schlichtweg auch nach allen internen Regelungen, die ich kenne, unzulässig, jemand so zu bezahlen, dass er davon seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Nein, ich sage das nur, ich weiß nicht, was, also die Handhabung in Thüringen ist ja von Ihnen auch zu Recht kritisiert worden. In den mir bekannten Dienstanweisungen von Landesverfassungsschutzbehörden steht sogar ausdrücklich etwas drin zu der Frage, dass sie nicht bezahlt werden dürfen, um damit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Es steht nicht drin, dass die verfassungsfeindliche Bestrebung nicht gefördert werden darf. Das halte ich eher für selbstverständlich, aber man mag es auch noch reinschreiben. Ja, vielen Dank für die Nachfragen. In der Tat ist es ein Fortschritt, dass wir jetzt überhaupt eine gesetzliche Regelung bekommen für die V-Personen. Ich würde auch die Einschätzung teilen, dass die Regelung für die verdeckten Ermittler in der Praxis weniger relevant ist, aber für die V-Personen halte ich sie für sehr wichtig und auch gerade deswegen an der Stelle ausbaufähig. Wir haben hier verschiedene Regelungen schon in dem Entwurf angelegt. Insbesondere die Minderjährigen sind ja in dem Entwurf schon ausgeschlossen. Es gibt aber viele weitere Punkte, die in den Landesgesetzen, die geändert worden sind, in letzter Zeit aufgegriffen worden sind. Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, die hier noch zusätzlich aufgenommen werden könnten, um das Verfahren transparenter zu machen, auch gegenüber der Öffentlichkeit. Es steckt meines Erachtens hier auch eine Grundsatzfrage dahinter, nämlich wie geheim müssen eigentlich die Abläufe eines Nachrichtendienstes sein. Meines Erachtens sollte sich die Geheimhaltung bei Nachrichtendiensten konzentrieren auf die Einzelfälle. Die Verfahren sollten aber auch im Interesse der Akzeptanz durch eine breitere Öffentlichkeit sehr viel transparenter gemacht werden. Und das können wir durch Dienstvorschriften nicht erreichen, sondern nur durch gesetzliche Regelungen. Und dazu gehören dann eben solche Dinge wie zu benennen, dass zu einer V-Person jeweils auch eine Führungsperson gehört. Und es ist sicherlich von Relevanz, ob diese Führungsperson mit derselben V-Person 2 Jahre, 5 Jahre oder vielleicht 20 Jahre zusammenarbeitet. Also bei 20 Jahren hat man sozusagen so eine Art Eltern-Kind-Verhältnis, das sicherlich für die Informationsbeschaffung in manchen Fällen nicht mehr so gesund ist. Deswegen finde ich das richtig, dass einige Länder da vorangegangen sind und eine zeitliche Begrenzung vorgesehen haben. Das betrifft natürlich auch die Anordnung des V-Personeneinsatzes selber. Das heißt, da sollte auch regelmäßig jemand von außen oder zumindest von sehr hoher Stelle innerhalb der Behörde darauf schauen, ob das eigentlich noch erforderlich ist. Und da könnte man sicherlich auch einiges mehr noch an Transparenz herstellen. Da bin ich auch ganz bei dem, was Herr Körting gerade ausgeführt hat, was die Bestrebungen selber angeht. Wie wird eigentlich eine Bestrebung im Sinne des Verfassungsschutzgesetzes zu einer Bestrebung? Wer entscheidet das? In welchen Zusammenhängen? Das niedersächsische Landesgesetz sieht etwa vor, dass der Fachminister diese Entscheidung trifft. Das halte ich für eine sehr gute Regelung, um auch klarzumachen, dass das doch eine sehr weitreichende Entscheidung ist. Und dann würden vielleicht, Herr Körting, tatsächlich solche Bagatellfälle irgendwann herausfallen,
Denn man fragt sich ja schon, also wir haben auf der Bundesebene eine recht große Behörde, sie bekommt jetzt noch 260 weitere Stellen. Gibt es nicht vielleicht die eine oder andere Aufgabe, die man auch abbauen könnte? Geht es nicht vielleicht einfach nur darum, dass die Behörde im Moment nicht das qualifizierte Personal für die Analysefähigkeit hat, aber in manchen Bereichen womöglich auch gänzlich überflüssiges Personal sitzen hat? Ist überhaupt einmal eine ganz ausführliche Aufgabenkritik durchgeführt worden? Das kann ich jedenfalls hier diesen Unterlagen und dem, was sonst dazu veröffentlicht worden ist in letzter Zeit, nicht entnehmen. Da wäre also meines Erachtens sehr viel mehr möglich. Was die Zusammenarbeit mit Straftätern angeht, wäre ich auch eher vorsichtig und auf der Linie von Herrn Wolf und auch von Herrn Schamer. Denn wir müssen ja in der Tat berücksichtigen, dass diese Personen nicht unbedingt loyal sind in dem Moment, wo sie als V-Personen angeworben werden. Das ist bei den verdecktätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sicherlich anders, aber bei den V-Personen, die aus dem Milieu angeworben werden, müssen wir ja gerade dazu mit rechnen, dass sie ihre Eigeninteressen durchsetzen möchten, nicht nur finanzieller Art, sondern womöglich auch inhaltlicher Art. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, Personen, die ein sehr zwielichtiges Vorleben haben aufgrund dessen, was sie an Straftaten begangen haben, insbesondere natürlich auch Gewalttaten, dass diese Personen ausgeschlossen werden sollten. Deswegen meine ich, spreche einiges dafür, das grundsätzlich zu streichen, aber auch in der Verweisnorm, die ja auch für die verdecktätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt, die Ausnahme, dass die Behördenleitung im Zweifelsfall eben doch die weitere Zusammenarbeit noch ermöglichen kann, streicht oder zumindest präzisiert. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es da vielleicht einen Bedarf gibt für einen ganz kurzen Übergangszeitraum, wenn also etwa eine V-Person eine schwere Straftat begangen hat, dass sie sozusagen noch geordnet abgezogen werden muss aus der Bestrebung. Aber dann sollte auch Schluss sein. Und das sollte auch das Gesetz so definieren und nicht so diese Hintertür eröffnen, dass sich die Behördenleitung das im Zweifelsfall doch ganz legal noch wieder anders überlegen kann. Ja, vielen Dank. Dann bedanke ich mich. Nachfragen direkt dazu sehe ich nicht von den Fragestellern. Also setzen wir in der Berichterstatterrunde mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen fort. Und Herr Ströbele fragt. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich danke auch den Sachverständigen, dass sie uns hier zur Befragung und Diskussion zur Verfügung stehen. Ich habe den Eindruck, dass die Verfasser dieses Entwurfs was missverstanden haben. Wir haben in dem Untersuchungsausschuss, dem ja auch hier einige Kolleginnen und Kollegen angehört haben, die jetzt hier anwesend sind, haben wir uns über verschiedene Erkenntnisse sehr, sehr gewundert. Und anstatt, dass man jetzt sagt, das wird in Zukunft abgestellt, das schreibt man jetzt ins Gesetz, wird das auf eine legale Basis gestellt und gesetzlich legitimiert. Ich nehme mal das Beispiel, was jetzt ja hier auch schon diskutiert worden ist. Und da habe ich auch gleich eine Frage dann an den Sachverständigen Professor Becker. An Sie, Sie sind ja noch kein Sachverständiger, ja, Kollege Binninger. Das ist jetzt nicht der Fall. Da geht es um die Straftaten von V-Leuten oder auch Vertrauenspersonen. Wir haben uns gewundert, geärgert darüber, dass Timo Brandt beschuldigt wurde, in 35 Fällen Straftaten begangen zu haben, sollen Strafverfahren angefangen worden sein. In keinem einzigen war eine Verurteilung. Wir haben von ihm, wir haben ihn ja nicht selber gehört, aber was man über ihn gelesen hat, unter anderem gehört, dass sie immer wieder V-Leute gesagt haben, wir fühlen uns ganz sicher, uns passiert nichts, weil wir sind ja V-Leute. Also der Letzte, mit dem wir uns jetzt beschäftigt haben, Herr Corelli, hat ja ähnliche Reaktionen gezeigt. Die waren sich ganz sicher, ihnen kann ja nichts passieren. Und jetzt schreiben Sie ins Gesetz nicht etwa, die dürfen in Zukunft nicht, die sind genauso zu verfolgen wie andere Straftäter auch, sondern Sie machen das, was wir immer gesagt haben, da gab es geheime Zusagen und auch der Verfassungsschutz hat den Eindruck erweckt, dem passiert nichts, Sie sind ja unter unserem Schutz. Und jetzt schreiben Sie ins Gesetz, der Staatsanwalt kann von der unter bestimmten Voraussetzungen kann von der Strafbarkeit absehen.
Und das geht ja relativ hoch. Oder das zweite Beispiel, was hier drin steht, was ich geradezu empörend finde. Hier steht drin, wann ein Verfassungsschutz-Mitarbeiter, also Vertrauensmann oder V-Mann, abzuschalten ist, wie das da im Jargon heißt, also nicht mehr beschäftigt werden kann. Da steht, wenn er Straftaten von erheblicher Bedeutung begeht, denkt man, naja, immerhin. Und dann steht aber da, die Behördenleiter können Ausnahmen davon zulassen. Straftaten von erheblicher Bedeutung, ohne Begrenzung nach oben. Also theoretisch denkbar bis hin zum Totschlag oder Mord. Wer ist auf die Idee gekommen, sowas ins Gesetz zu schreiben? Dann kann der Präsident sagen oder der Vizepräsident, okay, kannst weiterarbeiten, bist wichtig bei uns. Das kann doch nicht in einem, Gesetz stehen, wo man Konsequenzen daraus ziehen will, was wir in dem Untersuchungsausschuss erarbeitet haben. Sondern, wenn man da eine gesetzliche Regelung, kann das doch nur strikt halten, ohne jede Einschränkung, dass das gemacht wird. Und so geht das weiter. Wir haben uns viel empört, Herr Kollege Binninger, Sie auch, darüber empört, dass der Verfassungsschutz nicht nur Informationen nicht weitergegeben hat oder nur mit halbjährlicher Verzögerung wie in Bayern an die Polizei über Erkenntnisse. Und da ging es ja immerhin um Mordgeschichten, um mehrfachen Mord, sondern wir haben auch in diesem Zusammenhang immer wieder ist uns aufgefallen, dass solche Mordtaten von den Verfassungsschutzbehörden gedeckt worden sind. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, wie hier ein Gesetz gemacht wird, was nicht einen Weg aufzeichnet, dass Informationen, die beim Verfassungsschutz vorliegen und möglicherweise zur Aufklärung von Mordtaten beitragen können, dass sie nicht nur der Verfassungsschutz weitergeben kann, sondern dass er sie weitergeben muss und dass er sogar, anders als das in Hessen der Fall gewesen ist, zur Zusammenarbeit verpflichtet wird, geradezu mit der Polizei. Nach meiner Auffassung, nach unserer Auffassung, gehören diese Sachen sowieso, wenn so eine Situation eintritt, sofort in die Hände der Strafvermittlungsbehörden, der Staatsanwaltschaften, der Polizei und nicht so, dass die das auch noch verhindern können, der Verfassungsschutz, dass die Staatsanwaltschaft da tätig wird. Das heißt, wenn man wirklich Konsequenzen ziehen will und sagen will, da sind ungeheure Missstände aufgedeckt worden, Skandale, wir waren uns ja einig, das steht ja auch in dem Bericht drin, dann muss man solche klaren Veränderungen im Gesetz vornehmen und sowas für die Zukunft verhindern. Und das frage ich jetzt natürlich auch den Praktiker, den Sachverständigen Schamer, ob Sie mir in diesen Punkten nicht recht geben und sagen, da ist dringender Handlungsbedarf, weil diese Missstände, die wir festgestellt haben, die kann man nicht weiter dulden. Und an Herrn Körting habe ich nur zwei Bemerkungen. Das eine und mit der Frage. Das eine ist das Beispiel, was Sie immer bilden, mit den Haftanstalten. Ist das nicht ein typischer Fall für die Polizei und für die Strafvermittlungsbehörden? Also wenn in der Haft ein Islamist, ein verurteilter Islamist, möglicherweise wegen Verbrechens verurteilter Islamist sitzt und es besteht entweder der Verdacht, er bereitet wieder was vor oder er ist weiterhin Mitglied oder arbeitet für eine terroristische Vereinigung oder Ähnliches, dann ist doch die Polizei zuständig. Und dann ist der Eingriff, wo Sie sagen, der Eingriff möglicherweise eines Abhörens bei dem Verdächtigen, bei dem einer schweren Straftat Verdächtigen natürlich der von der Verfassung her gesehen wesentlich geringere Eingriff, als wenn Sie jetzt jemanden anwerben und der dann bei ihm in der Zelle oder in der Nachbarzelle oder was Ähnliches macht. Und die letzte Frage an Sie, wo steht im Grundgesetz, dass es einen Verfassungsschutz und noch so einen geben muss, wie er derzeit in Deutschland, im Bund und Ländern da ist? Dankeschön, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dann wurden die Sachverständigen, Herr Professor Becker, Schamer und Herr Schamer, gefragt, ob sie ihnen recht geben. Ja. Und dann noch zwei Praxisfragen an Herrn Körting. Richtig, so natürlich ein bisschen ausführlicher recht geben. Sehr gut. Dann ja, Herr
Professor Dr. Becker zunächst. Ja, ich versuche die Frage jetzt für meine Zwecke verständlich umzuinterpretieren. Und also nicht, ob ich Ihnen recht gebe, sondern ich soll ja eine gehaltvolle Stellungnahme hier auch abgeben. Ich verstehe die Frage so, dass es um die Frage, dass es darum geht, wie geht man eigentlich mit dem Zurückhalten von Informationen über Straftaten um? Ja, einerseits Straftaten von V-Personen selber, aber natürlich auch, und das ist ja die Frage, die Herr Binninger gestellt hat und mit der, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, eigentlich mich gemeint hatte, wie man damit umgehen soll, wenn die V-Personen Informationen über Straftaten Dritter abgeben und diese Informationen fließen nicht zusammen. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, das ist überhaupt nicht schlimm, dass Sie mich verwechseln. Ich verwechsel mich selber auch immer, das ist in Ordnung. Vielleicht kann man hier zwei Themenkreise abschichten. Das eine betrifft die Frage, wie ist es mit Straftaten von V-Personen selber? Dazu enthält der Gesetzentwurf ja bestimmte Vorgaben, die man präzisieren könnte. Das hat Herr Roth in seiner Stellungnahme, glaube ich, vorgeschlagen, was man da an gesetzlichen Präzisierungen anbringen könnte, die man auch kritisch sehen kann, die aus meiner Sicht jetzt aber verfassungsrechtlich keine unüberwindlichen Schwierigkeiten aufwerfen. Der Gesetzgeber kann solche Rechtfertigungsgründe schaffen. Daran habe ich keinen Zweifel. Und der Gesetzgeber kann auch den Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, von Strafverfolgung abzusehen. Das geht. Ob man das gut findet oder nicht, ist dann politisch zu entscheiden. Und da fühle ich mich jetzt nicht kompetenter als jede andere Staatsbürgerin, jeder andere Staatsbürger auch, Ihnen dazu einen Rat zu geben. Die andere Frage ist, wie ist es mit dem Zurückhalten von Informationen durch Verfassungsschutzbehörden? Das ist eine Frage, die Sie beide aufgeworfen haben. Da würde ich das jetzt tatsächlich gerne ein bisschen in das derzeit geltende Recht einsteigen, weil man da nämlich einen ganz klaren Ansatzpunkt findet, wo das Problem besteht. Das Problem besteht nämlich überhaupt nicht in Regelungen, die in diesem Entwurf irgendwie modifiziert werden sollen. Sie haben im Moment in § 19 Bundesverfassungsschutzgesetz eine Regelung, die erlaubt dem Bundesamt für Verfassungsschutz Datenübermittlungen für Zwecke der öffentlichen Sicherheit. Das ist alles. Ja, öffentliche Sicherheit ist nach polizeirechtlicher Terminologie die gesamte Rechtsordnung. Immer wenn ein Zweck der öffentlichen Rechtssicherheit betroffen ist, darf das Bundesamt übermitteln. Das ist total verfassungswidrig übrigens. Ja, das ist auch ganz klar in einem Obiter-Diktum des Antiterror-Datei-Urteils schon ausgesprochen. Sie können die Regelung stehen lassen, dann kippt sie in ein, zwei, drei Jahren oder Sie ändern sie, wie es der Entwurf ja vorsieht und machen sie ein bisschen restriktiver. Aber das ist nicht das Problem. Ja, das Unterbleiben einer Weitergabe liegt nicht daran, ja, dass der Paragraph 19 das nicht hergeben würde, diese Information zu übermitteln. Und das gilt mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Entwurf, der ja auch Mängel aufweist, ganz genauso. Die Regelung, die Paragraph 19 neu, enthält auch vollkommen ausreichende Handhabe, um Informationen zu übermitteln in Fällen, wo Waffen gefunden worden sind, ja, wo ansonsten Informationen über schwerere Straftaten von V-Personen mitgeteilt worden sind. Ihr Problem liegt in § 23 Verfassungsschutzgesetz. § 23 sagt, eine Übermittlung unterbleibt, wenn überwiegende Sicherheitsinteressen dies erfordern. Und überwiegende Sicherheitsinteressen schließen ein den Quellenschutz. So, das Problem an § 23 ist, der erfordert eigentlich eine Abwägung. Und verständigerweise müsste man sagen, wenn eine Verfassungsschutzbehörde erfährt von einer schwerwiegenden Straftat, dann geht die Abwägung so aus, dass übermittelt werden muss. Das scheint aber in der Praxis nicht geschehen zu sein. Das wissen Sie alle viel besser als ich, die Sie in diesem Untersuchungsausschuss gesessen haben. So, den § 23 Nummer 2, der ja offensichtlich ein Vollzugsdefizit aufweist, den fasst der Entwurf überhaupt nicht an. Daran ändern Sie nichts. Die Bund-Länder-Kommission hat Ihnen vorgeschlagen, eine unglaublich lange Regelung, vielleicht zu lang, wie man den 23 Nummer 2 weiter aufspezifizieren könnte, mit Ausnahmen und Gegenausnahmen, um sicherzustellen, dass in wirklich schwerwiegenden Fällen auch übermittelt wird. Ein weiterer Vorschlag, der im Raum ist, ist ein Verfahren einzurichten für den 23, das sicherstellt, dass nicht die Verfassungsschutzbehörde selber entscheidet, ob die Übermittlung unterbleibt, sondern dass diese Entscheidung politisch hochgezont wird, sei es an den Behördenleiter, sei es an den Minister. Ja, sowas könnte man sich vorstellen. Dann hätten Sie wenigstens nachher eine klare politische Verantwortlichkeit für das Unterbleiben einer Übermittlung. Das ist aus meiner Sicht die Vorschrift. Ja, wenn Sie wirklich was ändern wollen daran, wenn Sie wirklich das Risiko ausschließen wollen, dass Informationen zurückgehalten werden, dann müssen Sie an den 23 ran. Sie gehen an alles Mögliche ran. Sie geben dem BfV mehr und mehr und mehr Macht. Teilweise in verfassungskonformer Weise, teilweise in verfassungswidriger Weise. Aber diese Vorschrift, die eigentlich ganz zentral auf Ihrer Agenda stehen sollte, wenn ich mir das erlauben darf, das so zu sagen, ja, nur aufgrund der Ziele, die Sie selber formuliert haben, an diese Vorschrift gehen Sie überhaupt nicht ran. Und deswegen
können Sie dieses Problem auf dieser Ebene einfach nicht bewältigen. Dankeschön. Na, schau mal bitte. Also es sind ja im Grunde genommen zwei Punkte, die in der Frage stecken. Die eine Frage ist, bis wohin darf ein solches Amt nicht Daten an die Polizei übermitteln und ab wann muss es das tun? Und ich sehe da auch, also neben 23, das Problem von 138 StGB, der eben bei Kenntnis von schwersten Straftaten, also beispielsweise Morden, eine Pflicht zur Anzeige normiert. Das Bundesamt und auch alle Landesämter sind nach der gängigen Kommentierung nicht dem Legalitätsprinzip, sondern dem Opportunitätsprinzip unterworfen. Aber ich denke, wenn bei Bekanntwerden solcher Umstände für konkret geplante Taten diese Umstände nicht weitergeleitet werden, dann ist natürlich eine gewisse Mitverantwortung gegeben. Und diese Umstände von bekannt gewordenen oder geplanten Morden sind immer überwiegend dem Quellenschutz. Da gibt es aus meiner Sicht auch gar keine Diskussion und gab es eigentlich auch nach geltender Rechtslage nicht. Wenn man die Funktion der Verfassungsschutzbehörden genauer definiert, nämlich als tatsächliche Frühwarnfunktion, gar nicht im Rahmen der konkreten Gefahrenabwehr, sondern das den Behörden überlässt, die dafür zuständig sind, nämlich den Polizeibehörden, dann würden solche Fragen möglicherweise gar nicht erst auftauchen. Der zweite Punkt, also zum Einsatz von V-Leuten habe ich im Grunde genommen schon in meinem Eingangsstatement gesagt, dass es schon bemerkenswert ist, dass dieser Gesetzentwurf eben nicht die Praktiken, die als regelwidrig angesehen wurden, ändert, sondern diese im Nachhinein legitimiert. Das ist auch eine Art des Umgangs damit, der aus meiner Sicht nachvollziehbar Empörung und Wut bei vielen der Betroffenen hinterlässt. Es wird mit diesem Gesetzentwurf weiterhin nahezu alle Probleme geben, die im SU-Komplex aufgetaucht sind. Und wenn ich das ganz kurz noch aufgreifen darf, vorhin kam die Ansage Tino Brandt, das hätte man schon nach den bestehenden Regelungen nicht machen können. Das ist aus meiner Sicht falsch. Auch mit der jetzigen Regelung würde es gehen, weil die Bezahlung eben nicht die alleinige Lebensgrundlage sein kann. Und Tino Brandt, genauso wie Carsten Schipanski und alle anderen V-Leute, die wir haben, haben natürlich schöne legale Jobs gehabt, in denen sie selbst auch Geld verdient haben. Das Geld, was sie zusätzlich bekommen haben, konnten sie nämlich deswegen auch in die Szene stecken. Und diese Regelung ändert dieses Verhalten nicht. Gut, und da der Herr Körtinger sich gleich anschließt. Also erste Frage von Herrn Ströble war die Frage mit den Justizvollzugsanstalten. Wenn dort ein Mitglied einer terroristischen Vereinigung sitzt, dann ist die Beobachtung dieses Mitglieds Aufgabe der Polizei. Völlig klar. Wenn es Leute anwirbt für eine terroristische Vereinigung, ist das auch Aufgabe der Polizei. Aber ansonsten bin ich für eine relativ strikte Trennung von Polizei und Verfassungsschutz, auch aus der Historie heraus, die wir haben. Wenn die Polizei präventiv tätig wird zur Verhinderung von Straftaten, ist es Polizeiaufgabe. Im übrigen präventiven Bereich hat die Polizei und hat ein Staatsschutz meines Erachtens nichts zu suchen. So, das heißt, wenn ich mir jetzt eine JVA ansehe, in der Leute anradikalisiert werden, und zwar ja doch nach dem Motto, du kannst die Schuld, die du in diesem Leben auf dich geladen hast, später dadurch sühnen, dass du einen Selbstmordanschlag gegenüber Christen oder weiß ich was begehst oder wie das so schön jetzt in einem Video von ISIS dargestellt wurde mit Zwillingen, die beide als Märtyrer von uns gegangen sind und wo denn triumphierend gesagt wird, na, der eine hat seine Schuld gesühnt. Seine Schuld war, dass er bei der Bundeswehr war. Das war seine Schuld, weshalb er sie gesühnt hat mit einem Selbstmordanschlag. Wenn ich also sehe, dass sozusagen eine Ideologie da ist, die die Leute vorbereitet, später Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu werden, ohne dass die Leute, die sie anwerben, schon Mitglieder sind und ohne dass die Leute, die angeworben werden, schon Mitglieder sind, dann habe ich, glaube ich, ein Interesse an Frühaufklärung und diese Frühaufklärung muss ich in irgendeiner Form erreichen, es sei denn, ich verzichte darauf und sage, ich warte. Nein, ich habe ja ironisch gesagt, in der Justizvollzugsanstalt wird die Anwerbung von V-Leuten in der Regel und nicht grundsätzlich Leute betreffen, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, die nicht zur Bewährung ausgesetzt sind. Das ist so, sonst sitzt nämlich niemand ein, wenn er zur Bewährung ausgesetzt seine Freiheitsstrafe hat. Also insofern, das mag ja nicht so häufig der Fall sein. Insbesondere ist es wahnsinnig problematisch, an die Leute heranzukommen.
Das wissen wir alle. Aber ich komme eventuell über einzelne Häftlinge, und zwar nicht, dass die an der Wand horchen, sondern dass ich von denen eine Information bekomme, der hat versucht, mich für bestimmte Richtungen zu werben. So, und dann muss man politisch entscheiden, ob man das in diesem Vorfeld haben will oder nicht haben will. Ich persönlich halte es zum späteren Schutz vor dem, was dann passiert, nämlich dass Leute Mitglieder terroristischer Vereinigungen werden, für erforderlich. So, und die zweite Frage ist eine viel spannendere: Wo steht denn was im Grundgesetz vom Verfassungsschutz? Dazu habe ich schriftlich was, unvollkommen höchstwahrscheinlich, aber das ist so, was gesagt. Fangen wir mal mit der Geschichte an. Es gibt einen Polizeibrief vom 14. April 1949 der Militärgouverneure, die seinerzeit gesagt haben, ich versuche das mal frei zu übersetzen, der Bundesregierung wird erlaubt, eine Agency, also eine Behörde zu errichten, um Informationen, die subversiv gegen die Bundesregierung, also gegen den Bund gerichtet sind, zu sammeln und zu verbreiten. So, das ist der Polizeibrief der Alliierten gewesen. Dieser Polizeibrief ist denn im Genehmigungsschreiben der Militärgouverneure vom 12. Mai 1949 mit aufgenommen worden und beinhaltet im Ergebnis, dass man seinerzeit von einer Behördeninstitution ausgeht, die sich um Verfassungsschutz kümmert. So, diese Behörde muss nicht das Bundesamt für Verfassungsschutz sein. Das kann man natürlich abschaffen, kann sagen, das macht ein Referat im Bundesinnenministerium oder im Bundesjustizministerium nein. Es gibt keine Bestandsgarantie für diese Zentralstelle, sondern das Grundgesetz ermöglicht die Einrichtung der Zentralstelle. Aber das Problem ist, glaube ich, was verkannt wird, wenn man sagt, ich löse das Bundesamt für Verfassungsschutz auf. Sie können die Behörde auflösen, aber nicht die Aufgabe abschaffen. Der Bund hat die Aufgabe, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Und dazu muss er eben auch über die nötigen Informationen verfügen und darf die nötigen Informationen selber sammeln. Das finden Sie denn auch in Artikel 73 bei der ausschließlichen Gesetzgebung über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes. Auch da setzt das Grundgesetz sozusagen expresses Verbes voraus, dass es eine Arbeit des Bundes in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes gibt, sonst könnte er mit den Ländern nicht zusammenarbeiten. Ich habe noch zwei andere Anknüpfungspunkte, die ich auch in meiner kurzen Stellungnahme benannt habe. Das eine ist die Würde des Menschen. Da haben Sie in Artikel 1, sie zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Wenn ich dieses so interpretiere wie das Bundesverfassungsgericht, dass ein Großteil der Grundrechte letztlich auf die Würde des Menschen zurückgeführt hat, so interpretiere, dass auch das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, das politische Selbstbestimmungsrecht der Menschen, mit zu einer Würde in einer Demokratie gehört, dann gibt es eine staatliche Aufgabe, dieses Selbstbestimmungsrecht der Menschen, nämlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung, zu schützen. Deshalb spricht das Bundesverfassungsgericht im 40. Band von einer staatlichen Verpflichtung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Ich führe das auf Artikel 1 Absatz 2 zurück. Ich glaube, es ist Absatz 2. Das mögen ja die Professoren vielleicht besser wissen. Ich habe das Grundgesetz jetzt nicht dabei, aber steht in Artikel 1. Und Sie finden einen anderen Hinweis, Herr Ströbler, auch nochmal im 20 Absatz 4 des Grundgesetzes. Wir haben das Widerstandsrecht gegen Diktatoren, soweit staatliche Abhilfe nicht gegeben ist. Das heißt, das Grundgesetz setzt voraus, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch durch den Staat geschützt wird. Ich habe vorhin gesagt, wichtiger als jeder staatliche Schutz ist, dass die Demokraten selber ihre Grundordnung schützen. Aber auf den staatlichen Schutz und auf die Aufgabe des staatlichen Schutzes kann man nicht verzichten.
Dankeschön. Die Berichterstatterrunde haben wir geschafft und ich bedanke mich auch bei allen Berichterstattern, die politisch-kulturvoll sich gegenseitig Raum gelassen haben. Wir haben noch wenige Minuten bis 16 Uhr der vereinbarten Schlusszeit dieser Anhörung. Wir haben zwei Wortmeldungen bisher, wenn wir keine übersehen haben. Das ist zunächst der Kollege Armin Schuster, der beginnen wird. Dann habe ich noch eine Wortmeldung von der Kollegin Renner und jetzt auch eine Wortmeldung von der Kollegin Mihalic und der Herr Kollege Binninger ebenfalls. Ich denke, wir schaffen das auch, dass auch alle vier noch ihre Fragen stellen. Das wollte ich genau vorschlagen, ist wohl auch so dann Konsens. Also erst alle Fragen stellen, sammeln und dann werden wir das auch, auch noch über die Bühne bringen, dass alle Fragen auch beantwortet werden. Der Kollege Schuster hat sich definitiv als erstes gemeldet. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe nur eine Frage an Herrn Dr. Maaßen. Ich hätte jetzt auch mal gern den praktischen Eindruck, den auch schon Herr Professor Wolf, glaube ich, so ein bisschen nachgefragt hat, zu der Frage Ausnahme beim Einsatz von V-Leuten mit gewichtigen Vorstrafen. Ich glaube, dass wir hier komplett wahrscheinlich einig sind, dass es ziemlich fragwürdig ist, dass wir mit Verbrechern zusammenarbeiten. Ich habe aber auch den Eindruck, dass die meisten bei Verbrechen einfach nur Straftaten gegen das Leben meinen. Und das ist natürlich einfach, sich vorzustellen, ich möchte nicht mit einem Mörder zusammenarbeiten. So, jetzt zoome ich mal runter und gehe auf die Fälle, wo ich jetzt selber in mir einen großen Widerstreit habe und ehrlich gesagt völlig unentschieden bin. Ich nehme mal den Fall, wir haben tatsächlich jemanden, der nur, in Anführungsstrichen, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung ist. Damit, wo er verurteilt wurde. Damit diskutieren wir auch öffentlich relativ wenig mit diesem Fall. Ich weiß nicht, ob da auch die Eindeutigkeit bei allen hier so ist, kann man auch nicht zusammenarbeiten. Um das für mich mal klarzuziehen, Herr Dr. Maaßen, warum eigentlich, mal angenommen, wir würden das generell die Ausnahme ausschließen, warum könnten Sie nicht statt so jemanden als V-Person zu führen, mit ihm als Informant arbeiten und ihn dafür bezahlen? Einmalig oder vielleicht über einen kurzen Zeitraum. Woran scheitert das praktisch, so zu arbeiten, wenn es wirklich um eine hochrelevante Information geht? Ich hatte ja vereinbart, denke ich, so, dass es reihum geht. Also zwanglos jetzt drei nach die vier, die genannt sind. Kollegin Renner setzt fort. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich habe drei Fragen und eine Vorbemerkung zu Ihren Ausführungen, Herr Körting. Dass Sie keinen weiteren V-Mann kennen, der alimentiert wurde, möchte ich nur darauf hinweisen, dass der V-Mann Corelli, Thomas Richter, in 18 Jahren 300.000 Euro erhalten hat. Das sind 1.400 Euro im Monatsschnitt. Das ist quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen für staatliche Spitzelei. Ich habe aber jetzt zwei Fragen an Herrn Dr. Maaßen, auch bezogen auf seine Ausführungen und seine Stellungnahme. Einmal ganz konkret zu Paragraph 9a, den sogenannten verdeckten Mitarbeitern. Ich habe in einer schriftlichen Frage dazu die Bundesregierung gebeten, Auskunft zu geben. Und die Aussage war, dass es keine solchen verdeckten Mitarbeiter gebe. Deswegen ganz schlicht meine Frage, warum braucht es dann eine entsprechende gesetzliche Regelung und wie grenzen Sie diese verdeckten Mitarbeiter eigentlich von den polizeilich arbeitenden verdeckten Ermittlern ab? Und die zweite Frage dann auf Ihre mündlichen Ausführungen. Sie haben gesagt, Straftäter werden nur dann angeworben, wenn es unbedingt notwendig ist. Wer definiert und entscheidet im Amt? Es heißt ja im Gesetz, der Präsident entscheidet über die Verpflichtung. Heißt das auch, er unterzeichnet die Verpflichtungserklärung? Wird das dokumentiert und ist das der parlamentarischen Kontrolle zugänglich? Eine Frage, die uns sicherlich auch mit Blick auf den Untersuchungsausschuss interessiert, nämlich die Frage, kann das in irgendeiner Form nachvollzogen und kontrolliert werden? Und dann eine Frage, die jetzt nicht das BfV-Gesetz betrifft, sondern die Neuregelung zu den Befugnissen des Bundesnachrichtendienstes. Diese Frage geht an Herrn Dr. Becker. Es werden ja hier neue Befugnisse im Rahmen der strategischen Fernmeldeaufklärung geschaffen. Wir wissen alle, um was es geht, muss ich nicht im Einzelnen ausführen. Und diese Daten, die dort erhoben werden, sollen ja auch geteilt werden mit anderen Behörden, dem BfV, dem MAD, dem BSI und auch gegebenenfalls polizeilichen Strafverfolgungsbehörden. Inwieweit entsprechen an dieser Stelle die Übermittlungsbefugnisse des BND dem informationellen Trennungsprinzip? Und eine sehr allgemeine Frage.
macht es eigentlich Sinn, jetzt die Befugnisse des BND im Bereich der strategischen Fernmeldeaufklärung anzupacken, wo parallel hier ein Untersuchungsausschuss versucht, die Praxen des BNDs in diesem Fall aufzuklären? Und sollte man nicht eine Gesetzesnovelle den abschließenden Bewertungen des Untersuchungsausschusses nachlagern? Danke. Gleich fortsetzen. Kollegin Mialic und dann der Kollege Binninger. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich möchte auch eingangs bemerken, dass meiner Ansicht nach die Berichterstatterrunde hier schon ergeben hat, dass solche Fälle wie beispielsweise bei dem V-Mann Carsten Schepanski auch nach dieser Gesetzesänderung oder auch nach dem vorliegenden Gesetzesentwurf weiterhin möglich wären. Also das habe ich jetzt auch den Aussagen hier mehrerer Sachverständiger entnommen. Und das bringt mich dann halt eben auch zu der Frage oder beziehungsweise zu dem Komplex, die Herr Aden vorhin aufgeworfen hat, wenn es darum geht, dass man V-Leute ja abschalten kann, wenn sie Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen oder dann sind sie abzuschalten nach dem Gesetzentwurf, es sei denn, der Behördenleiter definiert oder lässt da entsprechende Ausnahmen zu. Und das ist auch eine Frage, die ich an Herrn Aden richten möchte. Sie beurteilen den Ermessensspielraum, der halt eben von der Behördenleitung dann angewandt werden kann, durchaus kritisch. Das tue ich auch. Aber kann denn nach den bestehenden oder halt eben jetzt auch neu zu fassenden Regelungen der Behördenleiter, also hier Herr Dr. Maaßen, denn wirksam darin kontrolliert werden, wie er diesen Ermessensspielraum denn anwendet? Also das wäre für mich eine wichtige Frage, ob das irgendwie festgestellt werden kann nach bestehenden oder halt eben jetzt nach dem Gesetzentwurf, ob er diesen Ermessensspielraum nicht vielleicht in irgendeiner Art und Weise unsachgemäß ausdehnt. Also da wäre mir die Frage der Kontrolle noch eine wichtige. Und dann, Herr Schuster hat es vorhin aufgeworfen, die Frage Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das ist jetzt eine Frage, die ich an Herrn Becker und Herrn Schamer richten möchte. Also zum Beispiel im Hinblick auf den neuen 9a Absatz 2, wonach zum Beispiel die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung eben straffrei bleiben soll. Also bei den betreffenden Delikten handelt es sich ja überwiegend um Dauerdelikte. Und da stellt sich mir schon die Frage ab, wann ist denn der V-Mann oder die V-Frau straffrei? Also ist es rückwirkend oder erst ab Beginn des V-Leute-Einsatzes? Und wie ist es dann, wenn die Quelle wieder abgeschaltet wird, weil sie nicht funktioniert? Also wie sieht es da mit der Straffreiheit aus? Dazu würde ich mir auch ein paar Aussagen von Ihnen erhoffen. Vielen Dank. Gut, dann beendet der Kollege Binninger, was er vorhin vor zwei Stunden begonnen hat. Vorsitzender, vielen Dank. Ich will nur eine Bemerkung vorausschicken, weil auch für die Öffentlichkeit das vielleicht manchmal etwas schwer nachzuvollziehen ist, dass ein Untersuchungsausschuss, der sich parteiübergreifend ja auf 47 Empfehlungen geeignet hat, jetzt bei der Umsetzung auf einmal doch Differenzen hat. Das liegt meines Erachtens natürlich auch darin, dass zwei Fraktionen die V-Leute abschaffen wollen und dann natürlich auch jede Regelung, die wir wiederum vorsehen, auch nicht für gut halten können. Liegt in der Natur der Sache. Kein Vorwurf, nur als Feststellung. Während wir gesagt haben, wir wollen am Instrument festhalten, es aber eben enger reglementieren. Herr Professor Becker, verzeihen Sie es mir nochmal, dass ich Sie verwechselt habe mit Herrn Aden, aber Sie sitzen auch nah beieinander, also insofern. Aber den Vorschlag des § 23 greifen wir auf und wir werden sicher auch über die Frage grundsätzlich nochmal diskutieren müssen. Ich habe jetzt nochmal, Herr Schamer, dass wir nicht alles umsetzen, was in den Empfehlungen steht, will ich insofern noch darauf hinweisen, dass nicht alles Gesetzgebung ist, auch nicht bei V-Leuten, sondern manches eben auch behördenintern durch Erlasse in Verwaltungsvorschriften umzusetzen ist, das wiederum von uns kontrolliert wird, ob es so gemacht wird. Also nicht alles ist Gesetzgebung. Ich will noch mal fragen, weil Kollege Ströbele da den Eindruck erweckt hat, als ob V-Leute, wenn es der Behördenleiter billigt, im Einsatz schwerste Straftaten begehen können. So habe ich ehrlich gesagt das Gesetz nicht gelesen, weil der Paragraph 9a, in dem das ja aufgeführt ist, vorneweg ja ausschließt, also die Straftaten, die er begehen darf, damit er in der Szene nicht auffällt, das ist das eine, aber sie sind nicht zulässig, wenn sie in Individualrechte eingreifen. Da gehören für mich alle Körperverletzungsdelikte, natürlich Totschlag, Mord sowieso dazu. Das heißt, das ist eigentlich, da kann auch der Behördenleiter nicht sagen, gefährliche Körperverletzung, schauen wir mal drüber hinweg. So habe ich das Gesetz verstanden. Wenn, Herr Vorsitzender, wenn Sie es erlauben, wenn die Bundesregierung das so nicht verstanden haben, wissen wir, müsste es sagen. Aber ich lese das wirklich nicht so. Ja, ich kenne den Satz auch.
Mikrofon. Über Ausnahmen entscheidet der Behördenleiter. Also Zwiegespräche bitte nur eingeschränkt und wenn, dann müssen es alle hören, dann auch aufs Knöpfchen. Also Herr Frage an Herrn Schamer und wenn erlaubt an die Bundesregierung. Ich lese den 9a eben gerade nicht so, dass der Behördenleiter jede Straftat des V-Mannes billigen kann, weil Individualrechte, wenn in die eingegriffen wird, ist es ausgeschlossen. Dazu gehören die gefährliche Körperverletzung sowieso und das andere auch. Und was ich im 9a auch nicht gefunden habe, Herr Schamer, wenn Sie mir das vielleicht nochmal sagen könnten, ich finde im ganzen Paragraf keine Bestimmung und keinen Satz, die es dem Verfassungsschutz erlaubt, einen V-Mann vor einer polizeilichen Untersuchung zu warnen, weil Sie vorhin gesagt haben, das ergäbe sich aus dem 9a, dass man jetzt warnen dürfte. Man durfte es wohl auch in der Vergangenheit schon nicht. Ja? Was man es gemacht hat, ist eine andere Frage, das haben wir kritisiert. Die Fälle kenne ich alle zu Genüge. Aber wir sollten dem Eindruck widersprechen, wenn im Gesetz so etwas auch nicht vorgesehen ist. Deshalb wäre meine Frage, wo steht denn das in 9a, dass der Verfassungsschutz seinen V-Mann vor SDPO-Maßnahmen warnen darf? Gut, dann haben wir eine Reihe von Fragen zusammengefasst. Ich würde vorschlagen, Herr Dr. Maaßen beginnt. Da hatten wir gleich zum Anfang einige Fragen. Herr Professor Dr. Becker würde sich dann anschließen, Herr Aden dann ebenfalls, dann der Herr Schamer. Und dann gucken wir mal, ob die Bundesregierung noch Ergänzungen hat. Da wurde ja gesagt, wenn es falsch verstanden wurde, dann in dem Moment entscheiden Sie dann, ob Sie Verständnisfragen noch klären wollen. So, also Dr. Maaßen zunächst. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren Abgeordnete, es ist nicht so, als ob meine Mitarbeiter sich danach reißen, V-Leute zu führen. Es ist nicht schön, es ist nicht immer angenehm und es ist vielfach riskant und gefährlich, V-Leute zu führen, insbesondere im gewaltorientierten Bereich. Und seit 3 Jahren haben wir im Amt die Orientierung, die Prioritätensetzung in der Hinsicht, dass wir in erster Linie Informationen aus dem gewaltorientierten Bereich generieren wollen. Wir sind auch nicht die einzige Behörde, die V-Leute führt. Sie erinnern sich vielleicht an die Warnung in Bremen vor einigen Monaten. Der Hinweis kam von der Quelle, kam nicht von uns, sondern kam vom Zoll. Wir wissen, Polizeibehörden, Zoll, alle Sicherheitsbehörden haben in ihren Bereichen auch ihre Quellen, ob das organisierte Kriminalität oder Rauschgiftkriminalität ist. Und wenn wir heute über V-Leute beim Bundesverfassungsschutz sprechen, reden wir nur über ein Segment. Wir müssen auch im Blick haben, das kann auch Auswirkungen haben auf die Führung von Quellen im Bereich der organisierten Kriminalität oder im Bereich der Rauschgiftkriminalität, weil die Polizeien letztendlich Ähnliches machen und auch ähnliche Probleme haben, auch die Frage stellen müssen, können wir eine Quelle führen, die schon schwer vorbestraft ist. Und natürlich auch im Bereich der organisierten Kriminalität oftmals es mit Personen zu tun haben, die auch schon vorbestraft sind. Wir möchten auch nicht Quellen führen, die erhebliche Vorstrafen haben, aber oftmals kriegen wir keine anderen, jedenfalls in den Bereichen, in denen wir wertige Informationen haben wollen. Bei jeder Entscheidung, ob wir eine Quelle führen wollen, machen wir ein Forschungs- und Werbungsverfahren. Das heißt, wir schauen uns genau an, kann die Quelle Informationen liefern, die für uns brauchbar sind? Und können wir die Quelle aufgrund unserer hohen Standards, die wir haben, auch verantworten zu führen? Und diese hohen Standards, die wir haben, und das sage ich ja auch klar, sind nicht die Standards, die Thüringen vor 10 oder 15 Jahren hat. Und davon distanziere ich mich hier ausdrücklich. Gewichtige Straftaten sind auch solche nach 129a und b, Herr Abgeordneter Schuster. Und da muss ich auch sagen, wenn man eine Organisation verbietet, wie der Bundesinnenminister zu Recht den IS in Deutschland verboten hat, hätte ich auch Probleme, eine Quelle im IS zu führen, weil die Quelle im IS in einer verbotenen Organisation ist und auch in einer terroristischen Organisation. Und zu sagen, ich führe keine Quelle mehr im IS, muss ich sagen, wenn ich eine habe, in der heutigen Zeit wäre es für mich sehr wichtig, wäre es fast verantwortungslos zu sagen, ich schalte sie ab, ich verzichte darauf auf diese Information, weil ich diese Information nicht auf andere Art und Weise generieren kann. Ein Ersatz von V-Leuten durch Informanten ist aus unserer Sicht nicht möglich. Der Unterschied zwischen einem V-Person und einem Informant besteht darin, dass die V-Person geführt wird. Jedenfalls, wenn es richtig gemacht wird, muss geführt werden. Die bekommt Aufträge. Und wenn wir hier auch über die Strafbarkeit von V-Leuten reden, reden wir nicht darüber, dass die Quelle der V-Person so nebenher mal
einen Tankstellenüberfall begangen hat oder nebenher mal eine Vergewaltigung begangen hat, sondern es geht darum, dass die Quelle im Auftrag, im Rahmen der Führung eine bestimmte Handlung vollzogen hat, die auch strafrechtswürdig ist. Beispielsweise bei der Demonstration eine PKK-Fahne zu heben. Oder im Rahmen einer Demonstration von Rechtsextremisten Hitlergruß zu zeigen. Das macht sie insoweit im staatlichen Auftrag, weil der V-Mann-Führer sagt, geh dahin, mach damit, verhalte dich szenegerecht. Es geht nicht darum, Straftaten von einer Quelle, von einer V-Person zu legalisieren oder diese V-Person zu schützen, wenn sie eine Straftat außerhalb des Auftrags gemacht hat. Und der Informant ist eine Person, die nicht geführt wird, sondern die eine Information hat, die man abgreifen kann. Also gelegentlich, wo man nicht sagen kann, XY, geh mal dahin, besorg mir die und die Information, geh mal in die Szene, hast du gehört, ob die Abu sowieso al-Almani inzwischen aus Syrien zurück ist und sich in Kassel aufhält. Eine derartige Weisung geht an eine V-Person, nicht an einen Informanten. Würde man das auch bei einem Informanten machen, käme man schon in ein Verhältnis zu einer V-Person und müsste das dann zwangsläufig auch legalisieren. Mit Blick eben auf verdeckte Mitarbeiter, in der Tat verdeckte Mitarbeiter, kann man nicht so einsetzen wie Quellen, wie menschliche Quellen aus der Szene. Menschliche Quellen aus der Szene kommen aus dem Milieu. So. Ein Mitarbeiter aus dem Haus, ein Beamter, regelmäßig ein Beamter, ihn in diese Szene einzuführen von außen ist ausgesprochen schwierig. Ja, es ist ein langes, schwieriges Verfahren und vor allem, wenn es um gewaltorientierten Bereich geht, besteht dann natürlich eine ganz besondere Gefahr, dass diese Person Risiken sich aussetzt, körperlichen Risiken, bis hin eben auch zur Gefahr, dass diese Person Straftaten begeht, die sie nicht begehen möchte, auch aufgrund ihrer eigenen Einstellung zu Recht und Gesetz, auch wenn sie eben durch unsere neuen Regelungen möglicherweise straflos gestellt worden würde. Verdeckte Mitarbeiter zu führen, haben wir in der Vergangenheit immer wieder gemacht, wenn es gar nicht anders ging, wenn wir Mitarbeiter hatten, die sich auch dazu bereit erklärt haben. Und für uns ist es ein notwendiges Instrument, das in den Werkzeugkasten gehört. Darauf zu verzichten, wäre aus meiner Sicht nicht gut. Die Frage, wer letztendlich über die Verpflichtung von V-Personen entscheidet, mag ich so beantworten. Das macht der Behördenleiter. Beim Bundesverfassungsschutz bin ich es oder mein Stellvertreter in Abwesenheit. Ich werde kontrolliert durch das Bundesinnenministerium, bin Rechenschaft schuldig. Das Bundesinnenministerium kann von mir erwarten, dass ich darüber berichte, was ich tue. Und insoweit ist eine Kontrolle auch gewährleistet. Ich glaube, das sind die wesentlichen Fragen, die an mich gerichtet worden sind. Dankeschön. Dr. Becker, bitte. Ja, vielen Dank. An mich sind zwei Fragen gestellt worden. Die eine betraf die Datenübermittlungsregelungen des G10-Gesetzes von Frau Renner. Ich will jetzt fair bleiben. Ja. Was der Gesetzentwurf hier macht, ist, er ersetzt eine verfassungswidrige Vorschrift durch eine andere, in der auch gar nicht so viel anderes drinsteht als in der alten. Ja, ich habe den Paragraph 7 Entwurf hier aufgespießt, weil der nun mal im Entwurf drinsteht und weil das eine dankbare Gelegenheit ist, mal auf den Paragraphen 7 zu gehen. Der Paragraph 7 übertrifft Übermittlungen von Daten, die durch G10-Maßnahmen, also strategische Fernmeldeüberwachungen, gewonnen worden sind. Das ist nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schon 1999, als die technischen Möglichkeiten bei weitem nicht die waren wie heute, eine sehr eingriffsintensive Maßnahme. Eine Maßnahme, die einer nationalen Strafverfolgungsbehörde oder einer Polizeibehörde nicht erlaubt werden dürfte, sondern nur dem BND aufgrund seiner besonderen Aufgabe der Auslandsaufklärung überhaupt zukommen kann. So schon 1999. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht dann noch in seinem Urteil zur Antiterrordatei gesagt, dass generell Datenübermittlungen von Nachrichtendiensten an Polizei- und Strafverfolgungsbehörden besonders schwere Grundrechtseingriffe sind. Wenn man das zusammensetzt, wird man sagen müssen, so eine Übermittlung von Daten aus einer strategischen TKÜ an eine Polizei- oder Strafverfolgungsbehörde nur in ganz, ganz dicken Fällen. Wenn wir reingucken ins Gesetz, und das ist wie gesagt gar nicht neu, sondern das war bisher auch schon so, dann kann unter anderem übermittelt werden zur Strafverfolgung, wenn der Verdacht einer Straftat nach § 3 Absatz 1 bestimmte Nummern G10. Diese Vorschrift enthält einen Straftatkatalog und darin findet sich zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, § 20 des Vereinsgesetzes, die Fortführung einer Vereinigung, die verboten wurde, in der Zwischenzeit, wenn dieses Verbot schon sofort vollziehbar ist,
ist verwaltungsrechtlich, aber noch nicht bestandskräftig geworden ist verwaltungsrechtlich. Nach Bestandskraft greift eine andere Vorschrift, also eine Übergangsvorschrift, die eine bestimmte Form von, sagen wir mal, verwaltungsrechtlicher Unbotmäßigkeit, wenn man noch nicht weiß, ob das Vereinsverbot hält oder nicht, pönalisiert. Strafandrohung ein Jahr. Wird vom Gesetzgeber also vom Schuldgehalt her so eingestuft wie eine Beleidigung. Das ist kein hinreichender Übermittlungsanlass. So, dann kommt noch dazu, dass wir im präventivpolizeilichen Bereich auf denselben Straftatkatalog wie im repressiven Bereich verweisen. Das heißt, wenn eine Straftat aus diesen Katalogen in § 7, wenn die geplant wird, dann kann auch übermittelt werden, um die Straftaten zu verhindern. Das erste Problem ist natürlich, wenn die Straftaten ohnehin schon nicht schwergewichtig genug sind, dann geht das auch nicht zur Abwehr dieser Straftat. Es kommt aber noch ein spezifisch polizeirechtliches Problem dazu. Wir finden im Strafgesetzbuch ganz viele Straftaten, da wird verboten, ein Verhalten, das als Vorstufe einer weiteren Straftat angesehen wird. Zum Beispiel die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat oder die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung. Der ist ja nicht verboten, weil die Beteiligung als solche Rechtsgüter verletzen würde, sondern die ist verboten, weil man dadurch befürchtet, dass so ein Prozess mit unterstützt wird, der dann letztlich dazu führt, dass die terroristische Vereinigung Straftaten begeht. Wenn wir jetzt erlauben, eine Datenübermittlung schon im Planungsstadium einer solchen strafrechtlichen Vorfeldstraftat, dann verdoppeln wir die Vorverlagerung. Das Strafrecht verlagert schon vor und das Polizeirecht bzw. der Übermittlungstatbestand verlagert nochmal vor. Ja, nehmen Sie die Planung der schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Da sind durchaus solche Handlungen strafbar wie Heizöl kaufen, wenn man vorhat, damit einen Sprengstoffanschlag zu begehen, also wenn man aus dem Heizöl eine Bombe bauen möchte. Übermittelt werden können die Daten schon, wenn Anhaltspunkte dafür sprechen, dass jemand plant, Heizöl zu kaufen. Ich frage Sie, das steht so im Gesetz. Das ist ganz eindeutig Gesetzeslage. Das wird gemacht oder nicht, aber es steht so drin. Was hier ermöglicht wird, ist eine Datenübermittlung in einer höchst ambivalenten Sachlage, in der allererste Anhaltspunkte darauf hindeuten, dass möglicherweise was schief geht. Ja, und im Übrigen setzen Sie das in die Hände der Behörden und vertrauen darauf, dass der Verfassungsschutz das schon ordnungsgemäß anwenden wird. Und das ist meiner Ansicht nach nicht in Ordnung. Der Appell an das behördliche Ethos, an die Selbstprogrammierung der Behörde kann in einem demokratischen Rechtsstaat die gesetzliche Programmierung nicht ersetzen. Und das ist die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Bestimmtheitsgrundsatz. Und deswegen wird diese Vorschrift niemals halten. Vielen Dank. Gut. Achso, Entschuldigung, ich habe noch das mit der Mitgliedschaft vergessen. Ach, Frau Mihalic, Entschuldigung. Ich hatte so einen schönen Schlusspointe. Jetzt muss ich noch was sagen. Zu Frau Mihalic, zu der Frage, wie ist das mit der Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung? Das ist so ein bisschen ein Problem, glaube ich, das daraus entsteht, dass das Gesetz erstmal den Paragraphen 9a, den verdickten Mitarbeiter, regelt. Es ist plausibel, dass ein Mitarbeiter einer Verfassungsschutzbehörde sich vor seinem Einsatz nicht an einer terroristischen Vereinigung beteiligt. So, das heißt, der 9a sagt jetzt, wir dürfen diesen Mitarbeiter nutzen, um die Vereinigung zu infiltrieren, und dann macht er sich nicht strafbar. Das ist vernünftig. Es ist genauso plausibel für mich als Außenstehenden, jedenfalls dass als Vertrauensleute Personen angeworben werden, die eben möglicherweise doch schon in der Vereinigung drin sind. Der 9b wird aber jetzt gesetzestechnisch so geregelt, dass einfach auf den 9a verwiesen wird im Wesentlichen. Das passt aber nicht gut zusammen an dieser Stelle, sodass dann in der Tat die Frage entsteht, was ist denn jetzt mit der Vertrauensperson, die war vorher in der Vereinigung drin, wird dann als Vertrauensperson geführt und dann wird sie vielleicht, bringt sie nichts, ja, und wird wieder abgeschaltet und bleibt in der Vereinigung drin. Hat der sich jetzt strafbar gemacht oder ist die Strafbarkeit weg? Oder macht er sich dann erst strafbar, wenn er abgeschaltet worden ist und trotzdem in der Vereinigung drin bleibt? Das ist aus meiner Sicht sehr schwer zu sagen. Also ich habe keine Ahnung, wie die Strafjustiz damit umgeht. Mein spontanes Bauchgefühl wäre, ich, wenn ich Strafrichter wäre, was ich ja Gott sei Dank nicht geworden bin, dann würde ich sagen, die Straffreiheit betrifft die Phase, in der die Person V-Person war. Und wenn sie vorher schon in der Vereinigung drin war, hat sie sich strafbar gemacht und dabei bleibt. Wissen tue ich das nicht, eindeutig ist das nicht. Es wäre sicherlich vorzugswürdig, eine spezifischer zugeschnittene Regelung in den 9b aufzunehmen. Jetzt Herr Professor Aden. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ich kann da unmittelbar anknüpfen. Die Diskussion und auch die Nachfragen haben meines Erachtens das bestätigt, was ich auch schon in meiner Stellungnahme geschrieben habe, nämlich dass sowohl das Verhältnis zwischen 9b und 9a als auch der 9a Absatz 2 nochmal gründlich angeschaut werden sollten. Das betrifft
diese Formulierung ganz am Ende des Absatzes, aber das betrifft im 9a Absatz 2 auch das Verhältnis der verschiedenen Sätze untereinander. Vom Wortlaut ist nicht klar, dass tatsächlich nur Straftaten gemeint sind, die im Rahmen des Auftrags, sozusagen im Auftrag der Behörde begangen werden. Vom Wortlaut her wäre auch einiges mehr da hinein, nämlich auch die privat begangene Straftat. Und dann hätte tatsächlich dieser letzte Satz plötzlich eine ganz andere Dimension. Meines Erachtens könnte man da tatsächlich vieles gewinnen, indem man die Regelungen völlig voneinander trennt, die V-Person wirklich nur in 9b regelt und dann spezifische Regelungen für die verdeckten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht, die sicherlich gerade an solchen Punkten auch geringfügig anders ausfallen müssen und sollten als die für die V-Personen. Was jetzt die Entscheidung des Behördenleiters angeht für Ausnahmen, ob man die tatsächlich dann für die V-Person braucht, da würde ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran machen für die verdeckten Ermittler. Meines Erachtens würde helfen, die Dokumentationspflichten in das Gesetz hineinzuschreiben. Ich denke, das würde für Sie auch keine großen Unterschiede machen, weil Sie sagen, Sie müssen ja ohnehin dem Ministerium berichten. Deswegen gehe ich da mal von aus, dass Sie mindestens eine Aktennotiz anlegen werden, wenn Sie eine solche Entscheidung treffen, damit Sie sich auch vielleicht in ein, zwei Jahren noch erinnern, was Sie eigentlich dazu bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen wäre es eigentlich eine schöne Sache, das auch an dieser Stelle ins Gesetz hineinzuschreiben, aber auch den Absatz insgesamt nochmal anzuschauen, etwa diese Formulierung im Übrigen. Also Sie schaffen hier mit diesem Entwurf sehr viele Interpretationsschwierigkeiten, die meines Erachtens relativ leicht durch klarere Formulierungen vermeidbar wären. Ja, ich will noch auf die Fragen von Frau Mihalic und von Herrn Winninger eingehen. Paragraf 9a und wann ist eigentlich wer ab welchem Stadium wie strafbar? Also strukturell ist es so, dass Paragraf 9a Absatz 2 meines Erachtens Rechtfertigungsgründe strafrechtlich gesehen regelt. Man kann auch davon ausgehen, dass bestimmte Tatbestände schon nicht mehr erfüllt sind, aber jedenfalls bleibt die Handlung in der Hauptsache straflos. Das heißt, auch die Anstiftung des V-Mann-Führers dazu bliebe straflos. Und das gilt für alle Delikte, die eben nicht in Individualrechte eingreifen, also alle Delikte gegen die öffentliche Ordnung, beispielsweise § 129a als Verbrechenstatbestand oder aber auch andere Tatbestände gegen die öffentliche Ordnung, beispielsweise Propagandadelikte, Volksverhetzung etc. Das zählt dazu, und zwar solange der Einsatz für die Aufklärung der Bestrebungen der Beteiligten dient. Ja? Das heißt aber auch, wenn wegen solcher Delikte verfolgt wird, durch die Ermittlungsbehörden, die in der Regel nicht wissen und nicht wissen sollen, dass da eigentlich ein V-Mann sitzt, kann der Verfassungsschutz kommen und der V-Mann-Führer und sagen, wir haben aber erfahren durch Anfragen beispielsweise über Nadis etc., dass die Polizei da auf der Spur von dir ist und die werden übrigens wegen einer möglichen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung durchsuchen morgen. Das können die dann machen, weil die Strafvereitelung dann deswegen nicht gegeben ist, weil das Hauptdelikt gar nicht strafbar wäre. Das regelt Ihr Gesetzentwurf in § 9a Absatz 2. Das ist genau das, was Sie kritisiert haben in den Ergebnissen des NSU-Untersuchungsausschusses. Und ja, also es ist aber die Folge davon. Wenn Sie dann § 9 Absatz 3, A Absatz 3 nehmen und auf Vorleute anwenden, dann fällt da auch die gefährliche Körperverletzung drunter. Wenn Sie sich die Voraussetzungen anschauen, ist kein Verbrechenstatbestand und solange eine gefährliche Körperverletzung begangen wird, die nicht mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt bestraft wird, fällt die darunter. Das heißt, es gibt eine Einstellungsmöglichkeit der Staatsanwaltschaft bzw. auch des Richters, die danach besteht. Ich will noch mal zum Verhältnis auch zu Vertrauenspersonen und Informanten und Gewährspersonen eingehen. All die Regelungen zur Straffreiheit, die gelten natürlich für Gewährspersonen und Informanten nicht. Das mag man gut finden. Allerdings gelten auch die ganzen Ausschlussgründe für Gewährspersonen und Informanten nicht. Also beispielsweise ein Mitarbeiter von Ihnen, Herr Winninger, könnte eine Gewährsperson oder ein Informant sein. Das wäre weiterhin zulässig. Genauso wie Minderjährige als Informanten oder Gewährspersonen angeworben werden könnten, solange sie nicht planmäßig und dauerhaft agieren. Und was planmäßig und dauerhaft ist, das definiert in der Regel dann das Bundesamt für Verfassungsschutz. So, danke schön. Wir können das gerne dann noch im Anschluss auch weiter diskutieren, aber zunächst die Frage an den Vertreter der Bundesregierung, ob er noch
Hinweise hat. Ich hätte sehr, sehr viele Hinweise, aber es ist ja eine Sachverständigenanhörung. Das heißt, die Bundesregierung ist jetzt nicht gehalten, alles zum Teil etwas Verwirrende hier zu kommentieren. Aber eine konkrete Frage ist an die Bundesregierung gerichtet worden. Wie ist es denn mit dem Verbot von Individualrechtseingriffen? Das ist strikt und ohne Hintertür. Da gibt es keine Ausnahmemöglichkeit für den Präsidenten. Beim szenetypischen Verhalten sind Individualrechte sakrosankt. Keine Erlaubnis zum Eingriff in Individualrechte. Worüber Herr Ströbel gesprochen hat, ist die Abschalteregelung. Die hat aber auch andere Voraussetzungen. Die setzt nämlich dann schon ein, wenn ich gewissermaßen einen Verdacht habe, wenn ich zureichende Anhaltspunkte dafür habe, dass die VP etwas getan hat. Und da werbe ich dafür, dass man in diesem Fall, wenn wir schon im Verdachtsfall mit einer sehr frühen Schwelle gewissermaßen Selbsthygiene betreiben wollen, dann aber eine Reserveflexibilität brauchen, wo der Präsident sagen darf, okay, der Verdacht ist mir hier zu dünn, die Sache ist so wichtig, bei dem dünnen Verdacht machen wir erstmal weiter. Also Individualrechte bleiben ohne jede Einschränkung geschützt. Und bei der Abschaltungsregelung setzen wir schon sehr früh ein, nämlich beim Verdacht, und sagen dann aber auch, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, mal ausnahmsweise den Einzelfall genauer anzuschauen. Dankeschön. Dann habe ich jetzt keine offenen Fragen mehr auf dem Zettel. Frage aber trotzdem, ob jemand seine Frage nicht beantwortet sieht. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich die Anhörung von Sachverständigen im Innenausschuss beenden. Bedanke mich alle für das Mitwirken, verabschiede mich für heute und wir sehen uns alle zur nächsten Innenausschusssitzung wieder.